Ja, liebes Publikum, liebe Podiumsgäste, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zum 10. Jour fix des Landesmusikrates Berlin, das wir in Kooperation mit Alex TV heute veranstalten. Das Thema Schulmusik in Berlin, die Wahl des Themas hat neben den aktuellen Fragen auch mit der Tatsache zu tun, dass vor genau 100 Jahren das Unterrichtsfach Musik, wie wir es heute kennen, und der Berufsstand des Musiklehrers durch Leo Kestenbergs Schrift Musikerziehung und Musikpflege etabliert wurde. Die systematische musikalische Bildung in Volks- und Oberschule, Universität und Musikschule, nichts Geringeres als die Neugestaltung des gesamten Musiklebens, hatte Kestenberg dort entworfen. Also höchste Zeit für eine Bestandsaufnahme nach 100 Jahren. Dazu haben wir eine illustre Runde von Fachleuten um den virtuellen Tisch hier versammeln können. Und ich beginne jetzt einfach mal nach der namentlichen Reihenfolge vorzustellen. Da wäre zunächst mal Dominika Akri. Sie war Musiklehrerin an der Klee-Oberschule, Seminarleiterin und Dozentin an der UdK und ist heute Schulleiterin der Karl-Orff-Grundschule. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Dann kommt Herr Professor Werner Beidinger, Professor für elementare Musikpädagogik an der Uni Potsdam, eine für unseren Raum, Bildungsraum Berlin-Brandenburg, zentrale Ausbildungsstätte für Musiklehrkräfte, und er ist dort zuständig ebenfalls für den Primarbereich. Ebenfalls herzlich willkommen. Chris Berghäuser ist Leiter der Musikschule Pankow und Vorsitzender des Musikschulbeirates Berlin und, wenn ich das so sagen darf, künftiger Leiter der Landesmusikakademie in Berlin. Ebenfalls herzlich willkommen. Dörte Engelhardt ist Vorstandsmitglied des Landeselternausschusses Berlin und Mutter zweier schulpflichtiger Kinder, die in Bläserklassen unterrichtet werden, und hat von daher auch eine besondere Expertise. Ein herzlich willkommen ebenfalls an Sie, Frau Engelhardt. Frau Professor Rebecca Hüttmann ist Professorin für Musikpädagogik an der Universität der Künste der UdK Berlin und als Vizepräsidentin zuständig für die Lehrkräftebildung. Ebenfalls herzlich willkommen. Guten Abend, danke. Michael Riedel-Werneburg, Musiklehrer und Orchesterleiter am Droste-Hülshoff-Gymnasium in Zehlendorf, ist Dirigierdozent an der UdK und im Berliner Mentorenprogramm. Ebenfalls herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Und schließlich Tobias Schulze, der als wissenschaftspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hier gewissermaßen die Politik, ja, die Regierungskoalition repräsentiert. Danke, dass Sie alle unserer Einladung gefolgt sind. Das gilt natürlich auch für die weit über 100 Menschen, die uns an den Bildschirmen im Lande verfolgen, die ich ebenfalls ganz herzlich begrüßen möchte. Viele von Ihnen haben im Vorfeld Fragen an uns gerichtet, die wir so gut als möglich in die Gesprächsrunde eingearbeitet haben, aber wir konnten natürlich auch aus Zeitgründen nicht alles einarbeiten. Wir, das sind Franziska Stoff, die Generalsekretärin des Landesmusikrates, die unermüdlich hinter den Kulissen arbeitet, und meine Wenigkeit Karl Permer, Musiklehrer und Vorstandsmitglied des Landesmusikrates. Ich werde in den folgenden 90 Minuten durch die Diskussion führen, und wir werden versuchen, das Thema in drei großen Blöcken zu je 20 Minuten anzugehen. Lassen Sie uns beginnen mit einer Bestandsaufnahme der augenblicklichen Situation, geprägt durch Corona. Die Pandemie hat die Kultur besonders hart getroffen. Wir wurden alle stumm gemacht, hat der Dirigent Wladimir Jurowski kürzlich in einem Interview gesagt. Auch der Musikunterricht bekommt die Folgen der Pandemie voll zu spüren. Mehr noch als andere Schulfächer gilt er doch als heimlicher Pandemietreiber wegen des Singens und bedarf der Präsenz im Unterricht und Probe in besonderer Weise. Diese gab es im zurückliegenden Jahr aber nur in kleinen Zeitfenstern, vor allem in der Zeit zwischen Schuljahresanfang und Herbstferien. Allen musikfreundlichen Hygieneplänen zum Trotz. Musikunterricht fand, so er stattfand, überwiegend online statt, AG und Ensemblearbeit nur sporadisch. Jetzt zu den Diskutanten. Frau Akri, teilen Sie die Einschätzung von Wladimir Jurowski und wie gehen Sie in Ihrer Schule mit der Situation um? Ja, wir haben uns ganz bewusst für den Musikunterricht entschieden. Ich weiß, dass es in anderen Schulen anders aussieht. Bei uns findet er in Präsenz statt, auch wenn der Druck und die Sorge der Eltern groß ist. Viele fragen, ist es denn jetzt wirklich nötig, Musikunterricht zu erteilen? Sind die Lernrückstände nicht möglicherweise so groß, dass wir lieber nur noch Deutsch und Mathematik unterrichten und auf Fächer wie Religion, Musik und Kunst verzichten
sollten. Wir sagen dazu ganz klar nein, denn Schule in Präsenzunterricht ist nicht nur eine Vermittlung von Wissen. Oder häufig haben wir momentan den Eindruck, dass es eigentlich nur noch zum Abfragen da ist, damit man dann noch die Note fürs nächste Zeugnis generieren kann, sondern Musikunterricht ist immer Beziehungsarbeit und fördert unsere soziale Kompetenz. Und deswegen haben wir auch im Wechselmodell eine Stunde Musikunterricht die Woche fest eingeplant. Vielen Dank. Das klingt ja sehr verheißungsvoll. Die gleiche Frage an Michael Riedel vom Droste-Gymnasium. Wie sieht es bei Ihnen aus? Also ich kann mich erstmal inhaltlich vollumfänglich meiner Vorrednerin anschließen und das sehr begrüßen. An den Oberschulen ist es ja jetzt erst, also seit kurzem wieder so, dass nur in Teilen Präsenzunterricht, nämlich ab Klasse 10 stattfindet und 7 bis 9 noch komplett online. Aber wir versuchen natürlich auch aus der Misere das Beste zu machen. Also ich würde sagen, dass die Musik verstummt ist, das ist nicht, kann man nicht so sagen. Es ist natürlich ein Super-GAU, insbesondere für alle Instrumental-Ensemble-Arbeit vor allem, aber auch für die Chöre, von denen es ja sehr viele gibt, die im Moment zum Teil wirklich völlig ruhen. Und natürlich sind sämtlicher Unterricht, der kohortenübergreifend, also klassenübergreifend stattfindet, auch seit geraumer Zeit nicht mehr möglich. Wir versuchen das ein bisschen aufzufangen, dass wir im Online-Unterricht eben das Nötigste tun. Und da kann ich auch nur Frau Akri voll unterstützen. Es muss Aufgabe gerade jetzt auch des Musikunterrichts sein, die Kinder möglichst nicht nur als mit Wissenstrichtern voll zu ballern, sozusagen, ein bisschen salopp ausgedrückt, sondern auch kreativ jetzt Wege und Mittel zu finden, dass eben nicht den ganzen Tag nur am Bildschirm gehangen wird. Man kann auch singen hinter einem Computer und hinter einem Bildschirm. Man kann auch tanzen. Ja, es gibt natürlich, sind da auch im Moment viele Fortbildungen am Laufen und wird also sehr kreativ mit dem Thema umgegangen. Ich denke, das ist auch unsere Chance, dass wir jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern gucken, wie kommen wir kreativ aus der Krise raus. Die Akkus sind im Moment stillgelegt. Wir müssen gucken, dass sie nicht, wenn wir aus der Krise wieder rauskommen, dass sie völlig, völlig leer sind, sondern dass wir im Gegenteil versuchen, sie aufzubauen, die Akkus wieder. Und wie eine Fußballmannschaft, die im Moment halt nur Balltraining zu Hause machen kann, dann wieder Pässe machen können und wieder in den Mannschaftssport zurückkehren können. Aber natürlich ist es fatal für die Chöre, für die Ensembles in der Stadt. Und wir hoffen eben, dass wir möglichst schnell dann wieder in die Präsenz, auch in das Proben der Ensembles kommen können. Vielen Dank. Ich nehme mal das Stichwort der Ensembles nochmal auf. Wir haben beim Landesmusikrat eine kürzliche Umfrage gemacht zu der Frage, was die Ensembles sozusagen jetzt im Augenblick umtreibt, wie es geht. Es haben etwa 500 Leute teilgenommen, also eine recht repräsentative Sache. Das ist so ähnlich, wie Sie es gerade beschrieben haben. Drei Befunde lassen sich, glaube ich, da deutlich zeigen. 54% sind der Meinung, dass Ensembles ein zentraler Bestandteil des schulischen Lebens und der Schulkultur sind und für den besonderen Zusammenhalt auch der Schule sorgen. Zweitens, vor Corona gab es bei den beteiligten Schulen 95%, die Ensembles hatten, 30% sogar mehr als 5 Ensembles. Aktuell sieht es so aus, dass nur in 45% der Fälle überhaupt Ensembles stattfinden können. Wäre interessant, wie das ist. Das würde ich gerne Sie auch nochmal fragen wollen. Und 50% sehen in digitalen Formen überhaupt keine Alternative zu Präsenzproben. 44% davon könnten sich vorstellen, die Einsatzmöglichkeiten zum Beispiel im Bereich der Stimmbildung zu haben. Vielleicht nochmal zurück an Sie beide. Wie sehen Sie diese Zahlen? Wie sehen Sie auch die Frage der Proben im Online-Modus? Gibt es sowas bei Ihnen? Ist das notwendig? Funktioniert das? Oder wie sehen Sie das? Frau Akri vielleicht zuerst? Die Ensemblearbeit, die findet bei uns jahrgangsübergreifend statt. An unserer Schule lernen 465 Kinder derzeit, zuzüglich Willkommensklasse. Und von diesen sind insgesamt 330 Kinder bei uns aktiv in musikalischen AGs. Sie sehen, es ist also ein recht hoher Anteil. Das schaffen wir, indem wir das in den normalen, regulären Stundenplan integrieren und es nicht zu einer Zusatzbelastung in Anführungsstrichen wird. Wir haben im ersten Halbjahr mit zusätzlichen Hygienekonzepten und Maskentragen, was in der Grundschule ja noch nicht gefordert war, im Unterricht versucht, die Ensemblearbeit so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und andere Wege zu gehen für unsere vielen Veranstaltungen. Das ist etwas, das die Kinder sehr vermissen. Wir haben eine
sehr, sehr aufwendige Weihnachts-DVD gestaltet, in der dann einzelne Klassen, also alle Klassen unserer Schule, musiziert haben, um das aufzufangen. Wir haben online zu Hause versucht, weiter kreativ zu sein, Gitarre-Einzelunterricht mehr oder weniger zu betreiben, Blockflöte. Chöre ist nur ein Vorsingen, ein Nachsingen, das ist eben kein gemeinsames Musizieren. Trotzdem haben wir es geschafft, mit den Ideen der Kinder eine Lockdown-Ballade zu erstellen, an der die ganze Schule beteiligt war und diese auf CD zu brennen. Also wir versuchen, das aufzufangen. Dennoch macht mir das Sorge, denn viele Traditionen finden nun nicht mehr statt. Wir sind jetzt schon zum zweiten Mal ohne Hausmusikabend, zum zweiten Mal ohne Benefizkonzerte, zum zweiten Mal ohne den französischen Abend etc. Da brechen Traditionen weg. Die Klassen 1, 2 unserer Schulanfangsphase kennen diese Veranstaltungen gar nicht mehr. Da wird es dann hinterher unsere Aufgabe sein, das alles aus dem Corona-Schlaf wieder zu erwecken und wieder zu motivieren. Vielen Dank. Herr Riedl, wie sieht es bei Ihnen aus? Sie haben ja wahnsinnig viele Ensembles. Wie proben die? Also nun, wir sprechen ja nun, Frau Acker und ich sprechen ja nun hier für Schulen, an denen die Musik eine große musikalische Tradition und auch eine große Unterstützung sowohl der Schulleitung als auch teilweise natürlich auch von der Elternhäuser haben. Also ich denke, das ist die eine Sache. Bei uns, wir haben auch bis zu den Herbstferien versucht, Open-Air-Proben stattfinden zu lassen, Open-Air-Konzerte. Es gab dann den nächsten Schritt bis November. Da haben wir dann da konnten die ganzen Ensembles, die klassenübergreifend stattfinden, nicht mehr sein, die durften nicht mehr sein. Wir haben dann sozusagen Klassenorchester, Klassenchöre aufgebaut und dann seit dem Lockdown im Dezember, seit den Schulschließungen, ist dann eben nur noch online was möglich. Da findet ein bisschen Kammermusikunterricht statt. Und natürlich versuchen wir im Kontakt zu bleiben, aber ansonsten ist da natürlich jetzt, wie Frau Ackli sagt, das auch in einem Corona-Schlaf versunken. Aber ich mache mir noch viel mehr Sorge tatsächlich für die Basisarbeit an den Schulen, die nämlich nicht so gut ausgestattet sind und wo es im Moment, wo auch teilweise nicht mal genügend Lehrerkapazitäten sind und die zum Beispiel die Basisangebote in Berlin, die ja reichlich sind, der Education-Abteilung der Orchester und die Education-Abteilung der Opern, und Schulbesuche von Künstlern und all diese Dinge. Das kann ja im Moment überhaupt nicht stattfinden. Also da mache ich mir ernsthafte Sorgen. Ich glaube, dass wir aus diesem Ensemble-Loch wieder rauskommen mit ein bisschen Kreativität. Bei den Chören wird es einen Verlust geben. Also da gibt es Kinder in allen Schularten, die jetzt seit über einem Jahr überhaupt nicht mehr gesungen haben. Das ist für die Entwicklung einer Kinderstimme tatsächlich desaströs. Bei den Instrumentalensembles glaube ich, dass wir natürlich qualitativ Verluste machen, aber da gut rauskommen. Aber was wirklich, wo man sich wirklich Sorgen machen muss, ist an den Schulen mit problematischen sozialen Schichtungen, dass da wirklich die Kunst und die Bewegung und das Rauskommen jetzt irgendwie also nicht ganz außer Acht fällt. Und die Kunst wird aus dem Lockdown mit drei blauen Augen aufwachen. Und ich denke, das ist für die elementare Basisarbeit in Berlin, da wird es große Schwierigkeiten geben. Und da müssen wir auch, da muss vor allem Lobbyarbeit getrieben werden, weil die Kunst fällt genauso zum Bauernopfer wie die Kultur ansonsten immer gerne das Erste ist, was man schließt. Ja, danke für das Statement. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist auch, was aus dem Publikum sozusagen an uns herangetragen worden ist, dass vor allem zugunsten des Kernfachunterrichts viel Musikunterricht gestrichen worden ist. Zum Teil Schulleiter wohl der Meinung waren, das ist alles zu risikoreich und sie werden das nie aufholen können und schon prophylaktisch das gestrichen haben und einige Lehrerinnen und Lehrer wohl schon von sich aus auch gesagt haben, naja, wir sehen schon ein, da gibt es wichtigere Dinge im Augenblick. Also das ist eine Gemengelage, auf die wir unbedingt gucken sollten. Ich möchte jetzt gerne Frau Engelhardt mit einbeziehen. Frau Engelhardt, besonders hart hat es natürlich auch die Bläserklassen getroffen. Wir haben jetzt eben Chöre und Ensembles gehört. Vielleicht geben Sie uns einen kurzen Einblick. Ihre Kinder haben ja an der Fichtenbergschule in Steglitz Bläserklassenunterricht, wie sich da entwickelt hat. Also Bläserklassen, das ist ja dieses Prinzip, dass Kinder ein Blasinstrument lernen können und dann sozusagen eben auch, das ist auch ein Ensemble, aber eben sozusagen ein fester Teil des Unterrichts, innerhalb des Unterrichts statt dem Musikunterricht dann ein Blasinstrument lernen. Und bei uns ist es so an der Fichtenberg-Oberschule, dass die letztlich im Moment nicht stattfinden. Meine Tochter ist in Stufe 8, hat jetzt also das zweite Jahr von dem verbindlichen Bläserklassenunterricht, für den man sich anmeldet, durch. Könnte rein theoretisch jetzt fürs dritte Jahr, also für die Neuen, auch nochmal Bläserklasse wählen. Das wird sie nicht tun.
Die hat seit dem, naja, nach den Sommerferien konnte sie noch mal kurz ein bisschen irgendwie per Video spielen sozusagen. Also da, ne, da hatten die dann irgendwie, die hatten Videokonferenzen oder die hatten also verschiedene Varianten, mit denen sie dann eben doch ihre Instrumente spielen konnten. Unter anderem auch ganz viel Tonaufnahmen, die sie dann eingeschickt haben. Aufgaben für zu Hause. Ich habe dann immer versucht, irgendwie mit Flöte oder Klavier oder was ich so hatte, habe sogar selber auch noch dann ein bisschen gelernt, Klarinette zu spielen, um sie da zu unterstützen. Aber jetzt, ab dem Winter war klar, das wird bis zum Sommer nichts mehr. Und dementsprechend ist die Bläserklasse jetzt aufgelöst und sie hat jetzt Musikunterricht mit dem Rest der Klasse, in dem sie, also ne, mit den anderen, die eben sonst nicht in der Bläserklasse waren. Da ist sie komplett abgehängt. Also sie kennt die Lehrerin nicht, die Lehrerin kennt sie nicht. Sie weiß nicht ganz genau, warum sie das macht, was sie da macht. Sie macht das halt mit und liefert das ab. Das kann sie deswegen, weil sie nebenher Klavierunterricht hat. Und wenn sie Fragen hat, dann stellt sie mir die und dann finden wir nochmal raus, was ein Quintenzirkel ist. Keine Ahnung, warum. So, ne? Also es ist irgendeine Theorie. Also die musikalische Betätigung meiner Kinder, also meine Tochter zum Beispiel, die macht jetzt, ich würde mal sagen, 60-65% des Tages hört die Musik mit einem großen, berühmten Streamingdienst. Manchmal singt sie ein bisschen dazu und manchmal kriege ich sogar beide Kinder dazu, mit mir zu singen, weil mir das auch wichtig ist, dass die da, also dass die auch ausdrucksfähig bleiben. Mein Sohn hat es nochmal ganz anders getroffen, der ist in der 11, Bläserklasse ist auch gestrichen natürlich und das Blöde ist, der ist in der 11, dann konnte ich diesen Bläserensemble-Kurs wählen und das hat er auch gemacht, weil er gedacht hat, Mensch, das ist ein guter Z-Kurs und das kann ich mir für mein Abitur anrechnen lassen, das hebt den Schnitt ein wenig, weil er in Posaune besser ist als in Mathe, so. Dieser Plan wird vermutlich nicht so ganz aufgehen. Wir gucken mal. Es kann sein, dass er kurz vor den Sommerferien nochmal ein Wochenende die Posaune zur Hand greift, aber tatsächlich haben wir von der Schule die Angebote bekommen, also sinngemäß, ja, wir können das jetzt auch abbrechen, Sie müssen nichts mehr überweisen und Sie können die Instrumente zurückgeben. Das wollte ich gerade fragen. Durch. Also diese Verträge laufen dann nicht weiter bei Ihnen? Naja, eigentlich laufen die Verträge weiter, aber man kann halt, wenn man sagt, naja, ich glaube nicht, dass das nochmal was wird, kann man diese Verträge abbrechen. Ich mache das jetzt aus dem Grunde nicht, weil ich natürlich dann auch anfange zu rechnen und denke, also Sommerkonzert letztes Jahr, Winterkonzert letztes Jahr ist ausgefallen, dieses Jahr das Sommerkonzert können wir auch knicken. Das heißt, da sind auch ganz viele Spenden, die da nicht fließen. Wenn jetzt noch die Kinder sagen, wir zahlen auch keine 20 Euro im Monat für den Bläserkurs, was ich auch verstehen kann, ich meine, da kommt nichts bei rum dafür. Aber das, also ich weiß gar nicht, woher die das Geld nehmen, um dann wieder neue Instrumente zu kaufen und um das wieder aufzubauen. So, ne? Aber meine Frage, springen denn ihre Kinder auch nicht dann ab vom Instrument? Das ist ja die nächste Problematik. In der Bläserklasse haben sie es ja gerade gelernt, sind noch nicht so wahnsinnig weit. Werden die jemals wieder das Ding perspektivisch in die Hand nehmen? Keine Ahnung. Also ich habe gesagt, wir werden beide der Schule abkaufen, wenn das irgendwie geht, damit meine Kinder das irgendwann können, damit sie diese Offenheit haben. Und weil auch ich weiß, wie das ist, wenn man, also ich habe mit 17, 18 habe ich 2 Jahre Posaune selber gespielt und ich weiß noch, wie das war, als mein Sohn das Ding mit nach Hause brachte und ich dachte, oh, nimm mal wieder in die Hand. Aber das ist natürlich jetzt eine große Zeitspanne, für die ich da denke. Also wenn meine Tochter in 20 Jahren die Klarinette wieder in die Hand nehmen will, dann soll sie das gerne tun. Das ist aber tatsächlich so, dass ich denke, das ist eher so eine Langzeitinvestition. Im Moment ist bei uns, wenn ich sowas sage, wie sollen wir Hausmusik machen? Das, nö, das ist ein Fernsehen. Und auch sowas wie mein Sohn war in der Musical-AG, hat darüber quasi echt gelernt zu singen, der konnte das gar nicht, hat bis letzten März, bis Mitte März letzten Jahres, hat der wirklich echt hier Linie 1 wirklich sich draufgeschaufelt und es war hinterher auch so, dass ich gedacht habe, das würde ich wohl auch hören wollen. So, ne? Und seitdem, ich weiß nicht, ob der, ja, also manchmal so ein bisschen Weihnachtslieder irgendwie, dann, dass wir dann gemeinsam im Auto gesungen haben, aber für sich selber, da kommt nichts mehr raus, gar nichts. Okay, also ein ziemlich schwerer Einbruch, wir konzentrieren, glaube ich, an der Stelle und ich finde auch wichtig, dass Sie nochmal gesagt haben, wie man mit den Schulen kommuniziert. Also ich denke, wenn man eine Bläserklasse hat, muss man natürlich auch eindeutig sagen, wie es weitergeht, also zumindest formal. Und dieses einfach rüber switchen zu einer Regelklasse scheint ja nicht so ganz zu funktionieren, weil die gar nicht wissen, was sie mit dem Quintenzirkel und ähnlichen Ungetümen anfangen sollen. Ich würde ganz gerne Chris Berghäuser nochmal reinnehmen. Herr Berghäuser, bei Ihnen ist ja so, dass Sie an der Musikschule auch große Probleme haben, dass Sie gar keinen richtigen Unterricht machen können. Und zudem würde ich gerne nochmal erfahren, wie sieht es denn mit den Kooperationsprojekten zwischen Schule und Musikschule aus?
Ja, also die Musikschulen, die öffentlichen Musikschulen sind seit 16. Dezember im Total-Lockdown. Das heißt, es findet gar nichts präsent statt. Das ist ganz klar. Alles online, allerdings eben wirklich 80-90% online. Aber alles, was Ensemblearbeit ist, Chöre, ist im Prinzip auf der Strecke geblieben. Es lässt sich eigentlich nicht aufrechterhalten. Natürlich kämpfen die Lehrer da auch ein Stück weit ja, mit ihren eigenen Ideen und mit ihren eigenen Fortentwicklungen. Wir können ja sozusagen mit der großen Anzahl der freiberuflichen Lehrkräfte auch nicht wirklich systemisch an das Thema rangehen, was jetzt schon alleine die Technik angeht, ja, die Ausstattung, um den Online-Unterricht zu machen. Wir helfen zwar, wo wir können insgesamt, aber die Lehrkräfte sind da ein Stück weit auf sich allein gestellt und müssen da sehr kreativ sein. Und das sind sie auch. Das kann man aber natürlich jetzt auch nicht für alle sagen. Jeder geht doch ganz unterschiedlich damit um und die Bereitschaft der Eltern, dieses Online-Format anzunehmen, ist auch sehr unterschiedlich. Was hier angesprochen wird, ist ja jetzt vor allen Dingen auch die Kooperation mit den Schulen. Da gibt es natürlich auch sehr engagierte Lehrer, die sehr früh sich überlegt haben, wie sie jetzt diesen Großgruppenunterricht, weil das ist es in unserem Fall in der Kooperation, irgendwie auffangen. Und in der Regel läuft es ein bisschen darauf hinaus, dass man halt die Einheiten verkürzt und die Gruppen verkleinert oder kleine Einzelunterrichtseinheiten macht in jeder Form des Unterrichts. Nur, wir sind ja jetzt schon im zweiten Jahr und das heißt, man kriegt alles irgendwie so ein bisschen überbrückt, was schon lange lief. Aber alles, was neu aufgebaut werden muss, ja, das neue Schuljahr wird vorbereitet, also Anfängerunterricht, erste Kontaktaufnahme, überhaupt die Annäherung an das Instrument, an die Musik, das ist fast unvorstellbar, das aufzubauen. Also wenn es da nicht ganz schnell Möglichkeiten gibt, doch wieder persönlich Kontakt aufzunehmen und eine vorsichtige Ranführung an die Instrumente stattfinden kann, ob das jetzt Blasinstrumente sind oder Zupfinstrumente, ist jetzt eigentlich völlig egal. Ja? Oder den Gesang wieder aufzubauen, was ja die Basis ist für die ganze Musikentwicklung, dann sieht das wirklich übel aus. Und wir wissen, wie die Gesellschaft sich jetzt entwickelt. Die Probleme sind da, das ist gar keine Frage. Aber zum Thema Ensemblesterben, und darum geht es ja hier auch in dieser Runde, kann man das nur ganz dick unterstreichen. Da haben wir wirklich große Sorge. Ein Thema noch, was halt die Zusammenarbeit angeht, was tatsächlich problematisch ist, sind manchmal so ganz bürokratische Dinge, also Datenschutz. Ja, da will eine Lehrkraft einfach die Daten haben der Schüler, die ihr im Auftrag der Musikschule in Kooperation mit der Schule unterrichtet, um denen Aufgaben zu schicken oder Kontakt aufzunehmen. Und das ist eigentlich formal erstmal gar nicht gestattet. Also da fangen die Probleme schon an. Ne? Und das ist natürlich auch nachvollziehbar. Aber es kommen sozusagen auf dieser Art auch noch mal erhebliche Schwierigkeiten hinzu. Und deswegen wäre halt, oder es war auch im vergangenen Jahr so eine Teilöffnung, hat dann einfach wieder ein bisschen Luft dran gelassen und man konnte wieder ein bisschen durchstarten, wenn auch nicht auf 100%. Also ich hätte in dem Zusammenhang mal die Frage mit der Vergleichbarkeit. Also in den Hochschulen kann ja Unterricht stattfinden. Das heißt, also da könnte sogar eine Gesangslehrerin, eine Gesangsstudentin unterrichten, da ist vielleicht Plexiglas dazwischen oder was auch immer, jedenfalls das geht. Warum geht es bei Ihnen nicht? Wir sind da einfach rausgenommen als bezirkliche Einrichtung. Die Begründung habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, aber ein bisschen nachvollziehbar ist es natürlich, dass man Bewegung einschränken möchte, dass Leute durch die Gegend fahren, um irgendwie von A nach B zu kommen. Das war irgendwann mal sehr sinnvoll. Aber tatsächlich die Folge ist halt nach dieser langen Zeit, dass es da einfach eine Ungleichbehandlung gibt. Das ist ganz klar. Wir haben das erlebt jetzt bei der Vorbereitung auf die Wettbewerbe Jung musiziert, dass private Musikanbieter Brandenburg, also umliegende Bundesländer, ganz normal den Unterricht vorbereiten konnten, die Spezialschulen das machen konnten im Einzelunterricht, Hochschulen sowieso, gut, die sind bei Jugendmusizierte nicht mehr dabei, aber die öffentlichen Musikschulen waren wirklich knallhart raus, es konnte keine Korrepetition stattfinden, es wurden Play-Along-Bänder eingespielt, dazu wurde aufgenommen, der Landesmusikrat mit Jugendmusiziert hat das am Ende super hingekriegt, das muss man wirklich sagen. Aber es ist am Ende keine wirkliche adäquate Ersatzmöglichkeit. Das muss sofort geändert werden. Und mit Stand heute gibt es eine kleine Öffnung, dass die Möglichkeit für die Musikschulen besteht, halt den Bundeswettbewerb Jugend musiziert dann doch einzeln in Präsenz ausnahmsweise auch zu fördern.
Vielen Dank. Tobias Schulze, vielleicht mal direkt die Frage an Sie, als jemand, der im politischen Raum ja auch vieles mithört, auch wenn es nicht Ihr Spezialgebiet ist. Können Sie sich vorstellen, dass wir auf eine Gleichbehandlung da hinaus kämen, dass wir sozusagen da Hochschulen und Musikschulen gleichstellen? Also ich sehe es auch, dass es ein bisschen eine unterschiedliche Ausgangslage ist. Prinzipiell ist das, glaube ich, denkbar. Man muss allerdings auch wissen, das wird Frau Professor Hüttmann vermutlich bestätigen, dass es für die Hochschulen auch ein größerer Aufwand ist, unter Pandemiebedingungen solche Dinge aufrechtzuerhalten. Und wir das Problem haben, dass die Musikschulen natürlich sozusagen immer knapp sind mit Infrastruktur und auch mit den ganzen Voraussetzungen, die man dazu braucht. Insofern, ich kann es mir grundsätzlich vorstellen, aber wir haben eben, wie gesagt, da noch, glaube ich, ein paar Aufgaben zu lösen, bis das unkompliziert machbar ist. Man muss auch sagen, wenn wir jetzt über die nächsten Wochen reden und über die dritte Welle, die gerade anrollt, wie lange das sozusagen an den Hochschulen noch so geht, ist ja auch durchaus offen. Ja, also wie lange wir Einzelunterricht machen können, ist durchaus offen, weil wir auch wissen, dass selbst aus Wien zum Beispiel selbst flächendeckende Schnelltests vor entsprechenden Einzelunterrichtsstunden, selbst die keine Sicherheit bieten, dass man da halbwegs ungeschoren davonkommt. Und damit müssen wir, glaube ich, umgehen. Insofern haben Sie da mein Plädoyer auf jeden Fall und ich glaube, man kann das auch tun. Wir haben es auch hier natürlich mit unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen zu tun. Die Hochschulen sind in der Lage, sehr viel selber über ihre eigenen Pandemiepläne zu regeln. Bei den Volkshochschulen sozusagen ist das Verwaltungshandeln und wie wir wissen, ist das dann durchaus manchmal etwas schwerfälliger oder sagen wir mal so, es wird öfter mal mit dem großen Rasiermesser über alles hinweggegangen und wenig differenziert. Die Hochschulen konnten sich da ihre eigenen Voraussetzungen doch selber sozusagen zusammenstricken. Also dann nehmen wir mal das vielleicht als Merkposten, dass wir sagen können, es geht ja hier um eine Ungleichbehandlung. Ich glaube, keiner will jetzt die Pandemie weiter anheizen, sondern es ginge nur um die Frage, was sind da die genauen Begründungen? Und sofern es jetzt die Musikschulen leisten könnten in ihrer finanziellen Teilautonomie, wäre es ja vielleicht auch denkbar, dass man da ähnliche Dinge schafft. Ich würde sagen, dann haben wir jetzt schon mal einen guten ersten Block und würde zum zweiten Block kommen, nämlich zu der Frage, wie sieht es denn mit Musikunterricht generell jetzt mal jenseits von Corona aus? Also in Krisenzeiten haben wir ja gerade mitbekommen, wird alles nochmal besonders grell ausgeleuchtet. Da werden auch mal noch die Fragen gestellt, was ist wichtig und was ist nicht wichtig? Wir erleben gerade, dass Mallorca und Shopping irgendwie eine andere Qualität als Kultur haben. Und auch dann, wenn gewissermaßen die Kultur, wenn es der sichere Tod der Kultur bedeutet, ja, was ja doch bei einer sich Kulturnation nennenden Entität wie der Bundesrepublik Deutschland doch schon Fragen zumindest aufwirft. Das, was sozusagen für uns jenseits von Corona auch wichtig war, welchen Stellenwert hat eigentlich der schulische Musikunterricht? Das Thema Nebenfach, Hauptfach. Die Frage, wie viel Musikunterricht wird eigentlich von Fachleuten unterrichtet, wie viel fachfremd? Dann die Frage, welche Rolle spielen Instrumentalklassen? Wir haben das schon eben gehört, das scheint mittlerweile eine wichtige Sache zu sein. Wir haben gehört, welche Bedeutung sozusagen AGs und Ensembles auch für die gesamtschulische Situation haben. Und nochmal die letzte Frage, wie kann man einen zeitgemäßen Musikunterricht machen? Frau Engelhardt hat, glaube ich, ein Beispiel mit dem berüchtigten Quintenzirkel angedeutet, der eher in Richtung Körperverletzung geht, als dass es irgendwas anderes bedeutet. Das, glaube ich, brauchen wir nicht, so einen Unterricht. Aber die Frage jetzt mal, wie können wir es schaffen, Menschen ranzubringen, die auch noch keine kulturellen Voraussetzungen haben? Und ich frage das ganz bewusst, weil wir ja, wenn wir von Kestenberg sprechen, von einem Sozialdemokraten sprechen, der in der Zwischenkriegszeit zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg Menschen an Kultur ranbringen wollte. Da war die Situation sicherlich noch viel, viel schlimmer, als wir es im Augenblick haben. Deshalb die Frage an unseren Politexperten, Herrn Schulze. Wie sehen Sie das? Musikunterricht als Teilhabe, als Teil einer demokratischen Kultur? Können Sie damit was anfangen? Ja, damit kann ich in der Tat was anfangen. Vielleicht ganz kurz eine persönliche Anekdote. Ich bin das mal mit 14 Jahren
kurz nach dem Mauerfall damals aufs Gymnasium gekommen und ich muss aus heutiger Sicht sagen, ich habe mehr in meinem Chor und mit der Band, die ich damals hatte, beim Liederschreiben und Aufführen und ich habe auch 20 Jahre als DJ gearbeitet, danach dann mehr da gelernt, glaube ich, als in dem trockenen Fachunterricht, um es mal, das würden meine Mathelehrer nicht gerne hören, aber ich würde es aus heutiger Sicht auf jeden Fall so darstellen. Ich glaube, das ist ja auch bei Kestenberg so zu lesen. Es geht ja bei Musik immer ein bisschen um Selbstermächtigung und um Selbstwirksamkeitserfahrung. Und ich glaube, das ist was gar nicht zu überschätzen ist. Also, dass Kinder sich in komplexen Systemen bewegen können, das können sie auch natürlich über Mathe lernen, aber dass sie es sozusagen auch von der Emotion her können, dass sie Selbstbestätigung haben, dass sie sowas wie Gruppen, wie soll man sagen, eine Gruppenabstimmung, ein Gruppengefühl entwickeln, Gemeinschaftserleben entwickeln. Ich glaube, sowas ist, also eine Eingebundenheit auch in Gesellschaft, sowas ist kaum zu überschätzen. Und da genau an dem Punkt ist natürlich auch der Link zu Corona. Ne? Also wenn sowas verloren geht heutzutage, ich erlebe es bei meinen beiden Kindern, da ist das auch so. Natürlich, das funktioniert mit den Videokonferenzen. Na klar kann man Mathe über Videokonferenzen unterrichten und auch Deutsch so leidlich. Man könnte auch das über Musik, denke ich, zum Teil machen. Aber man braucht zwingend die Methodik, um dieses Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen beim Musik machen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und vielleicht noch ein anderer Aspekt, weil Sie es gerade angesprochen haben, die Frage des Heranführens von jungen Menschen an Musik, die sonst vielleicht im Elternhaus damit nicht in Verbindung kommen. Ich glaube, da haben wir, sagen wir mal, gerade in der heterogenen Gesellschaft, die wir heute auch an den Schulen haben, nochmal eine ganz entscheidende Herausforderung. Weil die jungen Menschen, also die Kinder, wir haben ja demnächst eine mehr als 50%-Quote, die in irgendeiner Form eine Migrationsgeschichte haben an den Schulen, die haben auch nochmal einen ganz unterschiedlichen Zugang zu ganz verschiedensten Arten von Musik und kommen aus ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Und da dieses eben schon zitierte Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, das Wissen auch zu entwickeln, dass man dann doch auf sich eine kulturelle Basis versucht zu einigen, oder zumindest die Vielfalt als eine solche kulturelle Basis anerkennt. Ich glaube, das ist eine riesen pädagogische Herausforderung auch, die aber in ihrer Bedeutung für sowas wie Gemeinsinn und Zusammenhalt in der Gesellschaft kaum zu überschätzen ist. Und deswegen glaube ich, ich habe es bei mir selber so erlebt, ich erlebe es bei vielen anderen auch. Es gibt so Dinge, die halten sowas wie Schule bei all den Wettbewerbsdingen, die da auch stattfinden, die halten sowas zusammen. Dazu gehört Musik, dazu gehört Sport, dazu gehört Kunst. Und ich glaube, deswegen kann man das nicht überschätzen aus meiner Sicht. Vielen Dank. Umso schwieriger natürlich, dass es ein 1-2-Stunden-Fach ist. Also Sie haben jetzt sehr, sehr viele Dinge angedeutet, die ja für den Zusammenhalt der Gesellschaft auf der einen Seite da sind. Kestenberg, so wie es sich angedeutet hat, hat auch diesen Aspekt der Selbstwirksamkeit. Frau Engelhardt, Sie hatten vorhin über Ihren Sohn gesprochen, der ja mehr oder weniger freiwillig in eine Musical-AG gegangen ist, das vielleicht so gar nicht konnte und dann aber plötzlich die Möglichkeit sah, da wirksam zu werden. Vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz sagen. Wie sieht es aus Ihrer Perspektive aus? Also die Menschen, mit denen mein Sohn in der Schule Kontakt hat, das sind die, mit denen er in der Bläserklasse zusammen war. Das ist nicht seine Ursprungsklasse, das ist seine Bläserklasse. Und ich glaube, das hat einen Sinn. Also ich glaube, das hat einen Hintergrund, weshalb das so ist. Ich glaube, dass auch er jemand ist, der sehr viel über dieses Musische, über diese Betätigung gelernt hat. Und also wenn ich noch überlege, als er nach Hause kam, sagte, ich bin jetzt in der Musical-AG und ich gesagt habe, das bedeutet, du wirst singen und tanzen und auftreten vor Leuten. Und das magst du doch alles gar nicht, also alles drei nicht. So. Also. Und dann sagt er, naja, nur mal gucken. So. Und er ist wirklich losgegangen, weil zwei Klassenkameradinnen ihn angesprochen haben und kam dann zurück und hatte eine ziemlich tragende Rolle hinterher. Und er hatte aber auch der Spaß dran, irgendwie sich Wilmersdorfer Witwen-Choreografien irgendwie reinzuziehen. Und für ihn ist das tatsächlich, also die, mit denen er... also jetzt nach wie vor auch Kontakt hat, wo er sagt, komm, lass uns mal eben eine Videokonferenz machen oder sowas. Ich habe Mathe nicht verstanden oder sonst was. Die hat er bei der Musik kennengelernt. Die hat er nicht woanders kennengelernt, sondern das kommt ganz eindeutig daher. Und das sehe ich bei meiner Tochter zum Beispiel schon wieder ganz anders. Also die hat durchaus auch in die Parallelklasse, wo eben ja auch Bläser herkommen,
Kontakte, aber die sind längst nicht so eng. Und das, glaube ich, ist nochmal was anderes, wenn man gemeinsam solche Konzerte macht, wenn man irgendwo hinfährt, wenn man irgendwie ein paar Tage nur mit Musik verbringt und so ein Stück einstudiert und so. Ich glaube, dass da ein Stück Kultur nicht da ist, das ich mir für meine Kinder gewünscht hätte. So, weil ich denke, auch das kann Schule sein. Und so ist Schule für meine Kinder wirklich abgespeichert, eher als Lernort. Und für mich war es, ich habe in der Schule, also bei uns war es die Theater-AG, wir hatten auch einen Chor, aber da war nicht so viel irgendwie mit. Für mich war in dem Moment, wo so eine AG dabei war oder sowas, ne, bei mir halt Theater, war das eben eher dann der Lebensort. Mhm. So. Oder auch dann, ne, Posaune spielen, Musik machend, mit dem Posaunenchor durch die Gegend zu gehen. So. Mhm. Und das, glaube ich, ist etwas, was ich schade finde, wenn das durch diesen, wenn da ein Abbruch ist. Und ich befürchte, da kommt jetzt tatsächlich wirklich erstmal eine lange Lücke nichts. Weil es auch ja nicht ältere Schülerinnen und Schüler gibt, die begeistern können, die sagen können, ey, mach das auch, das ist total klasse, ich habe das gemacht, das ist super. Und also meine Vermutung ist, bei uns zumindest an der Schule wird es da jetzt erstmal eine Lücke geben und dann müssen wir es nach und nach von unten, aber wirklich von ganz unten wieder aufbauen. Ja gut, das scheint jetzt das Problem zu sein. Dennoch hatten Sie das Stichwort gegeben, Lernort und Lebensort oder Lebensraum. Ich würde gerne jetzt mal unsere beiden Lehrer nochmal ins Spiel bringen. Frau Akri, wie sieht denn das an Ihrer Schule aus? Wie wird denn der Lernort zum Lebensort und umgekehrt, wie durchdringt das über den Musikunterricht, über die musikalischen Tätigkeiten sich an Ihrer Schule? Ja, da kann ich einfach mal ein Erlebnis kurz darlegen. Am ersten Präsenztag kam eine Kollegin die Treppe hinauf, wollte ins Kollegiumszimmer. Das liegt bei uns auf der gleichen Ebene wie unsere Aula. Und sie hörte Musik. Sie hörte Orff-Instrumente. Sie stand da und weinte und sagte, ja, wir sind wieder da. Und das ist es, was es macht. Es macht ganz viel mit einem Haus, wenn Musik darin ertönt. Wir sind glücklicherweise in der Lage als Grundschule, dass wir noch in jedem Jahrgang 2 Stunden Musikunterricht anbieten dürfen. Als Musiklehrerin würde ich natürlich sagen, ist viel zu wenig, aber wir können das ja durch AG-Stunden flankieren. Ich möchte an der Stunde auch mal sagen, AG-Stunden stehen uns keine zur Verfügung. Alle diese Dinge, die wir tun, jeder Jahrgang in jedem Chor, jede Gitarren-AG, jeder orientalische Tanz, jede Blockflöte führt darauf zurück, dass wir ein engagiertes Kollegium sind und zusätzliche Arbeit leisten und Eltern haben, die das unterstützen, ihre Kinder morgens vor der ersten Stunde zur Schule bringen oder zur ersten Stunde bringen oder dann auch noch mal an einem Wochenende vor einem Konzert bringen. Ein Kollegium, das davon damit geht, dass es in der ersten Stunde keinen Mathematikunterricht gibt, sondern erstmal Chor für den Jahrgang. Also da gehört ganz viel dazu. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir die zusätzlichen AGs haben, damit wir in dieses musizierpraktische Geschehen auch kommen können und diesen Kindern auch dieses Erlebnis ja, erfahrbar machen können. Das ist genau dieses Freundschaften über die eigenen Klassen hinaus. Einander tolerieren, respektieren. Ein Schüler, der mit Förderschwerpunkt Lernen im Unterricht nicht viele Erfolgserlebnisse hat, aber dann dadurch, dass er an den Bassstäben ganz stabil den Rhythmus hält, eine große Anerkennung in seiner Gruppe erfährt, die wir aufgreifen können, was wir fördern können und in den anderen Unterricht übertragen können. Also die Wichtigkeit von Ensemblearbeit ist da gar nicht zu unterschätzen. Auch die Vorbilder, wenn ich dann mal in der 6. Klasse bin, dann darf ich mal das Schlusslied mit dem großen Chor singen am Weihnachtskonzert. All dieses sind Dinge, ja, die für unsere Kinder wichtig sind. Können wir nochmal den Aspekt von Herrn Schulze aufnehmen? Er sprach ja von den verschiedenen Kulturen. In dem Vorgespräch haben wir ja besprochen, dass bei Ihnen Willkommensklassen sind, dass 12%, wo der Kinder sonderpädagogischen Förderungsbedarf haben. Wie wirkt das sozusagen auch integrativ, die Musik an der Stelle? Ja, wir haben auch 42% unserer Kinder nicht deutscher Herkunftssprache. Das ist Alltag mittlerweile, denke ich, an allen Schulen in Berlin mindestens, wenn nicht noch mehr. Und da hilft die Musik. Ich muss da nur auf meine eigene Biografie zurückschauen. Ich bin Kind 2 Gastarbeiter. Bei mir stand kein Klavier zu Hause. Und das hat Schule geschafft. Ich habe Musik studiert mit Hilfe von Musikunterricht, den ich vorher genießen durfte. Das ist ein wunderbares Beispiel.
Vielen Dank. Michael Riegel, nochmal die Frage. Wir haben jetzt von vielen sozialen Funktionen des Unterrichts gesprochen. Vielleicht jetzt nochmal zu dem Begriff oder der Idee auch von ästhetischer Erfahrung, vom Kennenlernen von verschiedenster Musik. Wie sieht es da an der Drosten-Schule aus? Also ich antworte da gleich drauf. Ich muss nur kurz sagen, ich glaube, wir sind uns alle völlig einig und da gibt es auch in jeder Diskussionsrunde, in die ich gehe oder in jedem Gespräch, was man führt, ist völlig klar, Schule soll ein Lebensraum sein, es sollen demokratische Prozesse einstudiert werden, es soll eine soziale Begegnung geben, es sollen künstlerische, sportliche Aktivitäten geben. Ich muss an dieser Stelle einmal unseren ehemaligen Präsidenten vom Landesmusikrat Berlin und Ehrenpräsidenten, auch Herrn Höppner, zitieren. Der hat immer gesagt, wie kommt es eigentlich, dass es so eine Diskrepanz gibt zwischen Sonntagsreden und Montagshandeln? Und insofern, wir können uns hier immer im Kreis drehen und uns immer einig sein darin, in dem, was wir tun und in dem, was wir wollen. Solange das bei der Politik nicht ankommt, haben wir relativ wenig Chancen. Und dann, da muss ich sagen, es ist einfach so. Und wenn man dann auch hört, dass die Berater der Politik, dass das dann auch manchmal noch Erziehungswissenschaftler und Menschen sind, die sagen, lasst uns jetzt in der Corona-Zeit auf die Kernfächer beschränken und die künstlerische und die sportliche und die darstellende Qualitäten, die haben keine wichtige Funktion, dann muss man dem heftig widersprechen. Allein ich habe den Eindruck, dass es im politischen Raum überhaupt nicht ankommt und dass wir in den Kunstverbänden und in den Sportverbänden nicht ganz so, aber vor allem in den musikalischen Verbänden wirklich ein Lobbyproblem haben. Deswegen begrüße ich auch sehr, wenn jetzt und zwar spartenübergreifend Anstrengungen gemacht werden mit dem Kulturförderungsgesetz, wo es also darum geht, dass sowohl die bildende Kunst als auch die klingende Kunst sozusagen im wahrsten Sinne auch einen Raum in der Gesellschaft bekommt oder im doppelten Sinne, denn wir haben natürlich auch ein massives Raumproblem, gerade was nicht schulische Amateurensembles gibt in Berlin. Das ist also ein riesengroßes Problem. Und insofern, wir brauchen Musik, wir brauchen Kunst, wir brauchen Sport, wir brauchen Fächer, in denen, so wie Frau Engelhardt das und Frau Acki das beschrieben hat, in dem ein Gemeinschaftsgeist in den Schulen sich entwickelt und in Musik ist wie viele andere Künste. Man muss sich gegenseitig zuhören, man spielt sich die Bälle zu, man leitet und man wird geleitet, man führt, man ordnet sich über und unter, es gibt Ober- und Unterstimmen. Also es gibt unendlich viele Ansatzpunkte und zu Frau Engelhardt, natürlich der Quintenzirkel macht überhaupt keinen Sinn, wenn er nicht irgendwo eine handlungsorientierte irgendwie Funktion hat dabei. Also ist klar. Dazu würde ich jetzt ganz gerne mal noch mal ganz kurz kommen. Also ich unterschreibe, glaube ich, oder wir unterschreiben es alle. Nur ich könnte jetzt ganz polemisch sagen, wenn ich Herr Köller wäre, von dem das Zitat stammt, dass sozusagen im Augenblick die Kernfächer wichtiger sind, das leistet der Sportunterricht auch das Soziale. Deshalb noch mal die Frage, Quintenzirkel klammern wir vielleicht mal im Moment aus, was sind die ästhetischen Erfahrungen, was sind sozusagen die Erfahrungen mit Kunst, die ich im Musikunterricht machen kann? Wie machen Sie das bei sich an der Schule? Wie sieht so ein Musikunterricht, der zeitgenössisch ist, der sozusagen auch modern ist, aus? Ja, also am allerwichtigsten, glaube ich, ist die Begegnung mit Schönheit und die Begegnung mit gemeinschaftlichen Erlebnissen und mit Erfolgserlebnissen, mit die Erfahrung, die man hat, dass wenn hart gearbeitet wird, es zu einem Erfolg kommt, dass man Anerkennung findet durch Applaus. Das sind ja alles Aspekte, die für mich zur Ästhetik unbedingt dazugehören. Das heißt, um einen Geschmack zu entwickeln, und ein ästhetisches Gefühl zu entwickeln. Da brauche ich also das, da sind sozusagen die Ensembles ein Zuträger zu. Und dann ist es natürlich, unser Kernbereich, das dürfen wir auch nicht vergessen, als Schulmusiker sind auch nicht die Ensembles, sondern natürlich der alltägliche Musikunterricht, weil Herr Schulz auch zu Recht sagt, das ist der Punkt, wo wir jeden Berliner Schüler 4 Jahre lang erreichen können. Also sozusagen, dass der Pflichtkanon, und das ist Berlin ja inzwischen wieder relativ fortschrittlich, dass wir wirklich durchgehend bis zur 10. Klasse wenigstens 2 oder am Ende dann 1 Musikunterrichtsstunde in der Woche haben. Und da ist die Begegnung nicht mit dem Quintenzirkel, sondern mit der Schönheit von Musik, mit dem gemeinsamen Erfolgserlebnissen, auch mit dem Besuchen natürlich dann von Konzerten und der Begegnung auch mit allen Formen von Musik, auch unter Ausnutzung aller kulturellen Bereiche. Also muss ich auch völlig recht geben. Das findet ja auch im Lehrplan durchaus seinen Plan. Allein da glaube ich, also der außereuropäische Kulturbereich, dass der eben auch mit in den Unterricht eingezogen wird, da sind wir ein bisschen hinterher, glaube ich, insgesamt. Es steht aber alles schon geschrieben in den Lehrplänen. Ja, man muss nur sagen, und das wäre jetzt ja nochmal eine politische Forderung, all das in einem 1-2-Stunden-Fach. Also wir merken, es geht hier um Integration, es geht um Heranführen, es geht um Gruppenprozesse. Wann wollen wir das alles lernen? Und es gibt ja auch noch sowas wie
sehr unterschiedliche Musik, so wie Sie gerade sagen. Also das vierte Semester im Lehrplan sieht zum Beispiel Musik unterschiedlicher Kulturen vor. Ich merke immer wieder, dass die Schülerinnen und Schüler fragen, warum eigentlich erst jetzt? Mhm. Am Anfang sagen sie, oh Gott, was will ich mit japanischer Musik? Am Schluss kann es gar nicht genug indonesisch sein. Das heißt also sozusagen, es gibt hier auch einen riesen Nachholbedarf. Die Frage einfach, wie wir das sozusagen dann insgesamt sortieren. Vielleicht nochmal wieder Herrn Berghäuser reingenommen in die Diskussion. Wie sieht es aus jetzt mit den Kooperationen, die man inhaltlich gestalten kann? Wir haben jetzt gerade von den Effekten geredet, die im Sozialen sind und so weiter. Wenn wir nochmal an die Frage denken, wie können jetzt Musikschulen eigentlich mit Schulen diese ästhetische Qualität, dieses niveauvolle Miteinander Musik machen, noch weiter stützen? Ja, stützen ist, glaube ich, das richtige Wort. Also wir wissen alle, dass diese Beispiele, die heute genannt werden, auf gar keinen Fall eine Selbstverständlichkeit darstellen, sondern eher die Ausnahme sind in der Bildungslandschaft und einfach nur zu begrüßen sind. Und das sind die Vorbilder. Musikschulen können aber den gesamten Lebenslauf durch die Grundschule und auch bis hin zum Gymnasium und darüber hinaus begleiten durch ihre spezielle Fachlichkeit und als Partner in der Ergänzung im Enrichment dieses musischen Unterrichts an den Schulen. Und das sehen wir auch als Aufgabe. Aber da kommt das Wort eigentlich flächendeckend rein. Ja, es macht alles ganz viel Sinn, es punktuell zu tun. Aber ich sag mal, gesellschaftlich wirksam ist es erst, wenn man das wirklich in die Breite gibt und wenn es eine Selbstverständlichkeit im Bildungssystem wird, dieser Stadt. Das wäre auch sehr innovativ und könnte auch Berlin einfach nochmal ganz anders präsentieren. Ich meine, wir machen ja nichts weniger als die Kinder und Jugendlichen als Persönlichkeiten besser. So platt kann man das ja fast sagen. Ja, also die ganzen Reflexionsfähigkeiten, das Interagieren miteinander. Niemand muss am Ende Musik studieren unbedingt. Er kann das tun, dabei können wir unterstützen, aber er kann auch wunderbare andere Berufe machen. Aber die musikalische Betätigung wird Teil seines oder ihres Lebens. Und das ist erstmal so eine ganz grundsätzliche Aufgabe, die wir sehen und auch eine Chance, die wir sehen. Ja? Und das eben auch wirklich sehr individuell fördern zu können und in den Austausch einfach ganz eng in den Schulbetrieb auch reinzukommen. Da ist der große Wunsch schon seit 2004, als man eigentlich ein bisschen stärker Einstieg in die Kooperation in irgendeiner Form eine Rhythmisierung in den Alltag des Schullebens zu kriegen, als die Ganztagsschule kam, weil wir wissen selbst als Musikschulen, dass vor 16 Uhr kaum die Kinder und Jugendlichen eigentlich in die Musikschulen zu kriegen sind, ja, weil die sind im besten Sinne auch besetzt und belegt und machen sehr sinnvolle Dinge. Deswegen ist es, glaube ich, eine ganz wichtige Alternative, hier in den Schulalltag auch hineinzukommen, da als Partner der allgemeinbildenden Schule den Tag zu rhythmisieren und einfach diese Vielfalt und diese Individualität auch einfach in den Alltag mit reinzubringen. Vielen Dank. Ich würde ganz gerne unsere beiden Wissenschaftler auch mit hineinnehmen und einfach nochmal die Frage stellen, wie sehen Sie Musikunterricht als Teil einer musikalischen Bildung? Wie sehen Sie es im Sinne einer musikalischen Sensibilisierung und auch letztendlich von Fragen der Tradierung? Frau Hüttmann, Herr Beidinger, vielleicht können Sie es mal ganz kurz auch nochmal in den Kontext sozusagen Ihrer Überlegungen stellen. Frau Hüttmann, würden Sie beginnen? Ja, also ich glaube, es wurde jetzt ganz vieles von dem, was ich auch denke, bereits gesagt. Also gerade was so diese politische Frage angeht, den Stellenwert des Musikunterrichts im Kontext der allgemeinbildenden Schule, ist es aus meiner Sicht, glaube ich, auch wirklich eine wichtige Aufgabe, dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass Musikunterricht eben nicht Luxus ist oder Zusatz oder so, sondern Kernaufgabe von Bildung und Grundlage. Also das ist nichts, was wir irgendwie wo wir sagen können, das gehört nicht zum Kern dazu, so wie Mathe oder Deutsch, sondern das ist einfach eine wichtige Aufgabe als eine Ausdrucksmöglichkeit von Kindern und Jugendlichen, dass es eben in der Schule gefördert wird. Herr Beininger? Ja, das Stichwort war vorhin Sonntagsreden und Montagsrealität. Vielleicht eine kleine Nuance, ohne das allzu sehr als Politik-Bashing darzustellen. Aber mir fällt einfach auf, dass in den vergangenen Jahren, und zwar schon längere Zeit, die eigentliche musikalische Bildung
es ganz schwierig hat, überhaupt eine spezielle Förderung zu erfahren. Immer dann, wenn wir Nebeneffekte kundtun, die wir zweifelsohne haben, wenn wir positive Entwicklungen auf das soziale Verhalten untereinander, wenn wir positive Auswirkungen auf die Sprachentwicklung auch wissenschaftlich untersuchen lassen und belegen, wenn wir zeigen, wie wir integrieren können, wir hatten es vorhin das Stichwort 50% aus fremden Kulturen und deswegen auch bereichernd in der Musik, dann plötzlich sind die Fördertöpfe da, aber die eigentlich grundständige musikalische Bildung alleine, das die kulturelle Bildung, das Weitergeben von kulturellem Erbe, das hat es im Moment im Vergleich zum Beispiel mit dem Sport in meiner Wahrnehmung viel schwieriger. Und da würde ich auch gerne in der Zukunft wieder ein besonderes Augenmerk drauf legen wollen. Das ist, glaube ich, ein sehr interessanter Punkt. Das ist ja diese Diskussion der Verzweckung sozusagen. Übrigens auch, wenn man nochmal denkt an die berühmte Bastian-Studie, wo gesagt wird, gib den Kindern mehr Musikunterricht, dann sind sie auch besser in Mathe und überhaupt erträglicher. Das heißt also, da ist gewissermaßen etwas, wo man sagen kann, da ist ja nicht der eigentliche, der Selbstzweck der Bildung und auch der musikalischen Bildung da. Und auch im Humboldtschen Sinne war es ja immer so, das soll Selbstzweck sein, die Bildung. Es soll nicht eine Umzu-Bildung sein. Und insofern würde ich nochmal, Herr Weidinger, ganz kurz den Ball an Sie zurückspielen wollen. Sie machen ja auch ganz viel im Primarbereich mit Spürensqualitäten, mit rhythmischen Grundelementen. Wie können Menschen sozusagen etwas für sich tun? Wir hatten vorhin das Stichwort der Selbstermächtigung oder man könnte auch, wir wollen es jetzt nicht therapeutisch machen, sondern einfach sozusagen des Selbstspürens, des Bei-sich-Seins. Wie könnte man das durch Musik und durch Primarerlebnisse mit Musik noch stärken? Wenn man einen methodisch angemessenen und zeitgemäßen Unterricht macht, im Prinzip mit allen Inhalten, die der Musikunterricht zu bieten hat, wenn es eben nicht schwerpunktmäßig und vor allen Dingen nicht primär um die Wissensvermittlung über Musik geht, sondern wenn wir uns eben auch über das künstlerisch-praktische, wenn wir uns über das Musikerleben und Erfahren, dann gerne auch an theoretische Phänomene und Inhalte heranführen. Also das heißt, der Quintenzirkel, um das Beispiel nochmal zu nehmen, dass wir uns in der Auseinandersetzung mit den musikalischen Parametern, mit der Tonhöhe, mit der Tondauer, mit all diesen unterschiedlichen Kontrasten in der Musik, aber auch in der körperlichen Erfahrung, das kann was mit Spannung und Entspannung zu tun haben, dass in dieser Beschäftigung mit diesen Gegensatzpaaren und Parametern, dass wir das als Erlebnis Erfahrung haben und davon ableiten, was das dann auch über die Wissensvermittlung über Musik, was das damit zu tun hat, das wäre ein ganz zentraler Bereich. Nehmen wir doch mal dieses Stichwort sozusagen Musik erfahren durch Musik, statt jetzt über Musik zu sprechen. Frau Akri, wie würden Sie sagen, passiert das bei Ihnen in der Grundschule, dass man diese grundsätzlich, wir haben jetzt eben gehört, Erfahrungen, Erlebnisse sozusagen mit Musik machen kann? Wie fördern Sie das im regulären Musikunterricht, gar nicht mehr jetzt beim Ensemble? Ja, wir legen das natürlich ganz breit an, Erfahrung mit allen Sinnen, ob es Bewegung ist, ob es Hören ist, Malen, all diese Dinge spielen dort eine Rolle. Wir haben übrigens die Erfahrung gemacht in unserem schulisch angeleiteten Lernen zu Hause, dass die Online-Angebote, die wir gemacht haben, die praktischer Art waren, ein Lied mit aufnehmen, ein Becherlied machen, was wir aufgenommen haben, all diese Dinge besser angenommen worden sind als Aufgaben zu Komponisten oder zur Musiktheorie. Und ich denke, das spricht da Bände. Genau, das wäre ja dieser berühmte Vorwurf, Mathe nach Noten. Das, glaube ich, wollen wir alle nicht. Insofern, Frau Engelhardt, haben Sie heute den Kracher, den Montagskracher geliefert mit Ihrem Quintenzirkel. Das ist natürlich immer das Beispiel, an dem gewissermaßen diese zunächst mal nicht zu verstehende Theorie da ist. Aber ich glaube, Herr Weidinger hat ja schon mal den Fokus gelegt. Wir wollen natürlich auch dann in eine Reflexion gehen. Wir wollen sehen, wie ist es denn gemacht? Und dann muss ich schon die Dinge auseinanderhalten. Dann kommt ähnlich wie bei der Kunst vielleicht doch eine Farbenlehre dazu. Und Sie merken, ich nähere mich schon wieder ganz vorsichtig dem Quintenzirkel. Also wenn ich nach der Machart frage, dann frage ich jetzt nicht nach dem Auswendiglernen. Das kann jeder. Michael Redl, wie sieht es bei Ihnen in der Schule aus?
Klar, Quintenzirkel muss mal sein, aber wie machen Sie diese Erfahrung mit der Reflexionsmöglichkeit? Wie verbinden Sie die? Darf ich einmal dazwischen, bitte? Ja, bitte. Also nicht, dass jetzt die Leute rausgehen und denken, an der Fichtenberg-Oberschule läuft nur Quintenzirkel. Also, es war auch so, dass meine Tochter es dahin gesagt hat, mittlerweile machen die auch was anderes und tatsächlich, es läuft ja auch guter Unterricht. Also mein Sohn hat zum Beispiel letztes Jahr lernen dürfen, weshalb Blues als Musik von Farbigen wahrgenommen wurde. Und da war eben auch klar, wo kommt denn überhaupt diese Tonleiter her und was hat das mit afrikanischer Musik zu tun und sowas. Also sowas gibt es auch, wollte ich nur sagen. Gut, also, akzeptiert, alles klar. Michael Riedel, wie sieht's aus? Ja, ich muss jetzt, glaube ich, den Verein zur Erhaltung des Quintenzirkels hier gründen. Also es ist ja ganz klar, der Noten lesen, Quintenzirkel lesen, die Kompositionen von Mozart kennen, die Daten, wann Bach, wo, in welcher Kirche, wo, wie gewirkt hat, macht natürlich überhaupt nur Sinn, solange es irgendwie einen erfahrbaren, emotionalen Zusammenhang zwischen Kindern geht. Aber das ist in Biologieunterricht nicht anders, ja. Wenn ich spüren will, die Funktionen von Wasser, dann muss ich in den Regen gehen und einmal richtig nass werden. Und wenn ich im Orchester spiele oder irgendwo und ich habe eine Klarinette in B in einer anderen Tonart, dann wird der Quintenzirkel ganz schnell zur Lebenserfahrung, weil ich plötzlich merke, das passt überhaupt nicht mehr zusammen, ja. Und da muss eben transponiert werden und so. Also das ist, aber das ist ja auch eine, glaube ich, da sind auch die Hochschulen und die Ausbildung ist damit völlig klar, dass es natürlich darum geht, den Schüler abzuholen, um es altmodisch zu sagen, oder eben die Erfahrungswelten der Schüler unmittelbar zu erreichen und emotional anzusprechen. Und nur dann hat natürlich ein Quintenzirkel und auch Notenlesen irgendwie einen Sinn und einen Zweck. Und das sollte natürlich der Inhalt von Musikunterricht sein. Und der allgemeinbildende Unterricht ist natürlich grundlegend wichtig, um auch Grundlagen zu setzen, um dann im Chor, im Orchester, in der Big Band, in der Band, in der Tanzgruppe irgendwie mit dem Gelernten umgehen zu können und dann auch schneller und besser zu werden und dann in Form von Erfolgserlebnissen zu bekommen. Genau. Ja, und es ist natürlich jetzt auch im Sinne einer Individualbiografie so, dass das ja den Grundstein auch für eine lebenslange Beschäftigung legen soll. Und ich glaube, Frau Engelhardt sagt es vorhin, ihre Tochter hört ja stundenlang am Tag Musik. Und wenn Sie Umfragen machen, ist das sozusagen Top 1. Die Frage ist sozusagen, was heißt dann hören? Und wäre es nicht auch eine Aufgabe von uns im Musikunterricht, genau diese Hörmöglichkeiten, auch differenzierte Hörmöglichkeiten zu machen? Im Landesmusikrat machen wir gerade eine Initiative zum Überdenken des Kulturradios, weil da mittlerweile ein Kulturbegriff einzieht, der einem die Schuhe auszieht. Der ist beim Klassikradio sehr populär, aber sozusagen verrät eigentlich diese Grundsubstanz, dass man sagt, man setzt sich auch auseinander, man hat Fremdes, man hat Ungewöhnliches, man lernt nicht nur Dinge, die sozusagen als Tagesbegleitprogramm laufen, sondern die auch tatsächlich ja, wichtige Fragen stellen. Ich möchte mich jetzt so langsam der Frage nochmal annähern, um all dies machen zu können, braucht man natürlich Lehrkräfte, die fachlich gut ausgebildet sind. Wir kommen also, merken Sie, in den dritten Block zu den Hochschulen, zu der Frage, wo kommen denn eigentlich diese Menschen her, die solche Wundertiere sind, dass sie quasi aus dem Quintenzirkel was Tolles machen können, die Spürensqualitäten machen, ohne sich anzubiedern und die ein ganz breites Repertoire sozusagen haben. Sie alle wissen, es gab kürzlich eine ganz große Grundschulstudie vom Deutschen Musikrat und Bertelsmann, die recht erschütternde Ergebnisse hatte. Ich will nur einige davon nennen. 42% der vorgesehenen Musikstunden sind nur von ausgebildeten Lehrkräften erteilt worden. Das ist sogar eine optimistische Schätzung, weil verschiedene Bundesländern, wo es anders ist, nicht mitgemacht hat. Der überwiegende Teil wird also fachfremd erteilt oder fällt aus. Zur fachgerechten Abdeckung in der Grundschule bräuchte es bundesweit 40.000 Musiklehrkräfte. Es sind aber aktuell nur 17.000 da, also eine Deckungslücke von 23.000 Lehrkräften. 25.000, wenn man dann noch ein paar andere Effekte hineinnimmt. Besonders dramatisch zeigt sich die Situation, wenn man die bisherigen Ausbildungsquoten von Grundschulmusiklehrkräften sieht. In den Jahren 2004 bis 2014 ist der Rückgang ein Drittel. Das heißt, ein Drittel weniger Menschen haben sich sozusagen für diesen Studiengang eingeschrieben und haben ihn absolviert. Jetzt mal die Frage an die Hochschulvertreter. Was tut die Hochschule, um diese 23.000 Lehrkräfte sozusagen zur Verfügung zu stellen und diesen enormen Abbruch sozusagen aufzuhalten. Frau Hüttmann, wollen Sie beginnen? Ja, genau. Die Frage, die Sie da stellen, das ist eine, die mich gerade so ziemlich täglich beschäftigt. Also die Frage, wie können wir mehr
Studierende gewinnen für die Lehramtsstudiengänge und zwar vor allem im Bereich Grundschule. Wir sind ja seit einigen Jahren aufgefordert, auch von politischer Seite, aber einfach auch, weil es natürlich die Notwendigkeit gibt, in den Schulen, die Zahlen haben Sie ja gerade genannt, mehr Lehrkräfte zu bilden. Für die künstlerischen Fächer, jetzt spreche ich über das Fach Musik in dieser Runde. Im Grundschulbereich sind die Zahlen besonders dramatisch. Man muss dazu wissen, dass wir bis vor ungefähr 5 Jahren da ein Kontingent hatten. Wir durften da nur 15 Leute pro Jahr aufnehmen und sind jetzt aufgefordert, diese Zahlen zu vervierfachen. Das ist natürlich nichts, was man so ganz von heute auf morgen überhaupt schaffen kann, aber das ist die Aufgabe, der wir uns stellen und an der wir arbeiten. Wie versuchen wir, die Leute zu erreichen? Dazu sage ich jetzt als erstes was, dann sage ich ein bisschen was zu der Entwicklung der Zahlen, der Zulassungszahlen im Bereich Grundschule, ich konzentriere mich auf den Bereich und vielleicht dann noch ein paar Worte dazu, wie sich bei uns an der UdK speziell das Lehramtsstudium in den letzten Jahren überhaupt entwickelt hat, auch im Vergleich zu früheren Jahren, an die sich viele noch erinnern, mit denen wir auch sprechen. Die Frage, wie wir neue Studentinnen und Studenten gewinnen für die Lehramtsstudiengänge Musik. Wir haben natürlich eine riesengroße Marketingkampagne, die gerade läuft, weil bei uns gerade im Moment der Bewerbungszeitraum läuft. Marketing sowohl analog, Flyer, Plakate, Zeitschriften, Unicum, Audimax, aber auch digital über Instagram, über Vimeo, über die Online-Plattform dieser Zeitschriften auch. Das ist so der eine Bereich Marketing. Der nächste ist der Bereich Information, den ich für sehr wichtig halte, weil wir auch immer wieder feststellen in Gesprächen, dass es Annahmen darüber gibt, wie die Ansprüche sind, die aber nicht der Realität entsprechen. Deswegen informieren wir möglichst umfassend und sehr genau, vor allem bei unserer zentralen Veranstaltung immer im Januar, Studieninformationstag. Da gibt es individuelle Beratungsmöglichkeiten. Man kann kostenlos vorspielen. In Corona-Zeiten gibt es dafür digitale Lösungen, den Dozentinnen, um da Rückmeldungen zu kriegen. Wir beraten auf zentralen Veranstaltungen. Es gibt Workshops, also es ist ein großer Tag mit mehreren hundert Interessentinnen, die da kommen. In diesem Jahr haben wir es vollständig digital gemacht. Man konnte dann auch hospitieren im Unterricht fast über eine ganze Woche. Wir haben jetzt ganz neu ein Scout-Programm aufgelegt, wo also Studentinnen in Schulen gehen und dort die Lehramtsstudiengänge vorstellen, darüber berichten. Das startet jetzt gerade, ist natürlich etwas erschwert durch Corona, um quasi so mehr auf Augenhöhe und auch im direkten Kontakt individuell zu beraten und zu informieren. Ganz wichtig sind für uns natürlich auch die Studentinnen im Praxissemester, die so als Botschafterinnen auch in die Schulen gehen, ehemalige Studentinnen, die an Schulen arbeiten. So, das ist dieser ganze Bereich Information. Und ein letzter wichtiger Bereich, den nenne ich Kooperation. Ganz wichtig sind für uns da die Musikschulen. Da sitzt ja hier der Herr Berghäuser. Es gibt ja die studienvorbereitenden Ausbildungen. Davon profitieren wir ungemein bei unseren Zulassungsprüfungen, weil die Personen, die da teilgenommen haben, ganz genau wissen, worum es geht und sehr gut vorbereitet werden. Das hilft uns sehr. Auch die Landesmusikakademie bietet Kurse an der BMU. Der hat jetzt ja diese neue Initiative mit der Website, auf der man sehen kann, an welchen Standorten man wie studieren kann. Das hilft sehr. Und wir kooperieren auch im Rahmen des Studiums an vielen, also an unzähligen Stellen konkret mit Schulen in einzelnen Lehrveranstaltungen. Und das stiftet auch solche Verbindungen, die, glaube ich, wichtig sind, um perspektivisch die Augen zu öffnen für die Möglichkeit eines Lehramtsstudiums. Zum Thema. Ich mache ganz kurz diesen Stichpunkt nochmal auf. Lehrerin werden heißt ja diese Sache, die BMU zusammen mit den Hochschulen und den Universitäten machen. Also nur mal für alle die das noch nicht gesehen haben. Das ist eine Möglichkeit, dass man wirklich einfach auf eine Website draufklickt, sich einen Studienort wählt und dann kriegt man sämtliche Informationen. Und so versuchen eben die Hochschulen der BMU da auch Werbung für zu machen, dass einfach sozusagen zentral Informationen abrufbar sind, weil viele gesagt haben, wir finden das gar nicht. Also bevor ich mich an der UdK da durchfinde, ist irgendwie schon die halbe Woche rum und dann ist der Termin weg. Also das ja, ist jetzt auch deutlich verbessert. Jetzt kommt man direkt auf eine super UdK-Seite, die toll gemacht ist. Da stehen sogar, darf ich das sagen, die Klausuren drauf. Also ja, natürlich dürfen Sie das sagen. Es ist sogar gut, wenn Sie es sagen. Da stehen also alle Informationen detailliert zu den Zugangsprüfungen. Genau. Und das, also da steht eine Beispielklausur für die Musiktheorie. Also das ist eigentlich sehr transparent. Und wir versuchen da einfach auch so zu informieren, dass
so diese Vorstellung, das kann man überhaupt nicht schaffen, einfach nicht der Realität entspricht. So, also das ist für uns ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dieses, dass man sozusagen niederschwellig, wie man das heute modern sagt, Angebote macht, aber einfach auch wirklich, die Hochschule ist natürlich so ein sehr heiliger Ort, und dass man einfach mal über die Schwelle kommt. Sie haben gesagt, Scouts wäre was. Sicherlich auch, dass vielleicht man einen Leistungskurs oder einen Grundkurs einfach mal in die Hochschule geht, dass man gemeinsam so eine Erfahrung macht. Das ist sicherlich genau der Weg. Wollen wir mal Herrn Weidinger kurz fragen, wie Sie es in Potsdam machen? Ja, hallo nochmal in die Runde. Ich möchte mich zu Beginn des Statements wirklich gerne beim Landesmusikrat Berlin herzlich für die Einladung bedanken. Sie zeigen, dass Sie dieses Thema Schulmusik andocken in unserem gemeinsamen überregionalen Bildungsraum Berlin-Brandenburg. Und das ist ganz extrem wichtig, denn wir haben die gleichen Probleme oder auch die gleichen Phänomene, die uns begegnen, wie wir es gerade bei Frau Hüttmann schon gehört haben. Ich spreche zu Ihnen als Vertreter also für die Lehramtsausbildung im Fach Musik der Uni Potsdam. Wir bilden Lehrerinnen für die Primar- und auch für die Sekundarstufen aus. In welcher Größenordnung tun wir das? Bei uns betreuen wir aktuell ca. 30 Studierende in den Sekundarstufen und plus minus 10 Studierende in der Primarstufe. Das ist sehr überschaubar. Unser Ausbauziel heißt jetzt, große Kampagne, Ausbau Lehramt an der Universität Potsdam, dass wir auf 45 in den Sekundarstufen und immerhin auf 15 in der Primarstufe erweitern sollen. Nicht ganz so dramatisch wie in Berlin, aber eben auch der Lehrerbedarf ist erkannt. Was läuft ganz gut bei uns? Also man studiert zum Beispiel in der Primarstufe alles, das heißt das Fach Musik, ein zweites Fach, das man wählt zwischen Deutsch, Mathematik und Englisch, aber natürlich auch die ganzen Anteile in den Bildungswissenschaften an einem Standort. Und selbst bei den Sekundarstufen ist es ähnlich, nur ganz wenige Fächer sind nicht auf unserem Campus in Golm angesiedelt. Das heißt, da heißt es also auch in den Sekundarstufen studieren, musizieren, konzentrieren und Gott sei Dank keinen Zeitverlust durch Transferzeiten von der einen zur anderen Hochschule durch die Stadt. Bemerkenswert ist auch, dass unsere Lehramtsstudierenden im Fach Musik die mit Abstand geringsten Abbrecherquoten an der ganzen Universität in Potsdam haben. Das ist jetzt nicht nur, weil wir irgendwie besonders toll sind. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir wenig Ablenkung, ich nehme mal dieses Wort, in unserem eigenen Haus haben. Bei uns gibt es im Bereich Musik nur die Lehramtsausbildung. Da kann man nicht denken, ach, ich könnte doch Instrumentalpädagogik studieren oder doch Orchestermusiker werden. Die zu uns kommen, die wollen von Anfang an tatsächlich Musiklehrerin werden. Bei der Ausstattung zum Beispiel, da kann man natürlich immer Optimierungsbedarfe finden, aber ich darf, glaube ich, da auch sagen, wir sind eine der wenigen Universitäten bundesweit, die über ein ganz eigenes Lehramtsausbildungsgebäude verfügt, über ein Lehrgebäude und dass auch die Lehr- und Überräume in einem angemessenen in einer angemessenen Zahl vorhanden sind. Für unsere Studierenden ist dieses Musikhaus wirklich die erste Anlaufstation, wenn die an den Campus kommen. Hier trifft man sich, hier kennt man sich. Bei dem einen oder der anderen könnten sie sogar vermuten, manchmal die wohnen da, weil morgens, wenn sie hinkommen, sind die schon da und abends üben die immer noch, bevor sie nach Hause gehen. Ja? Ein immer wieder diskutierter Unterschied zwischen Berlin und Brandenburg ist jetzt bei unseren Nachbarländern die Frage von einem Zweifach- oder einem Dreifachstudium. Für alle Studiengänge in Brandenburg, für alle Lehramtsstudiengänge gilt, bei uns studiert man zwei gleichberechtigte Fächer. Wenn Sie also in der Primarstufe zwischen Deutsch, Mathe und Englisch entscheiden müssen, dann ist Musik, hat genauso viele Leistungspunkte, genauso viel Umfang wie das zweite Fach auch. Wir sind also kein kleines Fach. Und auf der Grundlage des Potsdamer Modells der Lehrerbildung haben wir natürlich noch ein umfassendes Paket, wie sich das für eine Universität gehört, an erziehungswissenschaftlichen, psychologischen und auch inklusionsbezogenen Anteilen im Rahmen der Bildungswissenschaften. Aber natürlich habe ich auch Wasser dabei, um in diesen gelobten Wein zu schütten. Und das Problem haben wir schon von der UdK auch gehört. Wir brauchen und wir wünschen uns mehr Bewerberinnen. Und ein von der Politik ausgerufenes Ausbauziel, das kann man nicht durch einen Fingerschnipser, sondern das kann man nur mit Geduld und Anstrengung Schritt für Schritt erreichen. Die Frage war, was tun wir dafür?
gibt es auch wieder Parallelen zu den Berliner Universitäten. Bei uns heißt es Hochschulinformationstag. Wir machen Informationsworkshops, wo die Bewerberinnen und Interessenten auch vorspielen können, wo wir sie beraten, wo sie sich verbessern können. Wir machen es auch an der Landesmusikakademie in Rheinsberg zum Beispiel, also an verschiedenen Orten. Manchmal denke ich bei der kleinen Zahl, dass wir fast für jeden einzelnen Bewerber ein einzelnes Informationsformat haben. Wir bemühen uns wirklich, wo immer wir kennen, aber es braucht einfach eine Weile, bis das fruchtbar wird. Schnupperstudium, alles, was man so sich vorstellen kann. Wir haben natürlich ganz aktuell auch die Studienordnungen und die Studieninhalte ein bisschen angepasst und modernisiert. In der Primarstufe heißt das, das, was früher so ein klassisches Modul Gesang oder Instrumentalspiel war, das ist heute schon durchdrungen durch Kinderstimmbildung im Bereich Gesang oder durch Spielpraxis der Perkussionsinstrumente im Bereich Instrumental, damit das gleich auch nicht nur die eigene künstlerische, solistische Fertigkeiten ausbildet, sondern eben auch direkt in die Praxis hineingeht. In den Sekundarstufen haben wir ab diesem Jahr, ab Oktober, das Fach schulpraktisches Musizieren als die Möglichkeit zum künstlerischen Hauptfach gewählt zu werden. Und damit werden wir sicherlich auch Bewerberinnen ansprechen, die ihre musikalische Sozialisation mehr im Bereich der populären Musik gemacht haben. Weidinger, ich will Sie da nicht unterbrechen, aber ich wollte gerade noch mal einen wichtigen Punkt aufnehmen. Diese Zweifach-Dreifach-Geschichte, die würde ich ganz gerne auch noch mal politisch vertiefen, weil in den letzten Jahren war das ja eines der Anstöße, wo man sagte, möglicherweise ist einfach ein Mathestudium, wie es die FU anbietet, so derart halsbrecherisch, dass Leute einfach sagen, nee, da lasse ich ganz von ab, wenn Musik nur als drittes Fach studiert werden darf. Nochmal zur Erinnerung, Deutsch, Mathe, Pflichtfach, Musik, Drittfach mit entsprechend wenig Leistungspunkten. Das bei der ganzen Voraussetzungshaftigkeit, die da sein muss, Instrumente spielen können und so weiter, bleibt aber bestehen, ist sozusagen ein Problem. Ich würde ganz kurz mal an die Politik weitergeben, Herr Schulze. Inwiefern können Sie sich vorstellen, dass man das Modell von Potsdam zu sagen, Deutsch, Musik oder Mathe, Musik, dass man das sozusagen einführt und eventuell dadurch diese Hürde mit Mathe abbaut? Halten Sie es für realistisch? Also zunächst Ihre Voreinführung, die Sie gemacht haben mit dem FU-Mathe-Studium, ist natürlich vollkommen zutreffend. Es gab ja vor ein paar Jahren auch schon die Debatte, die sicher einige mitbekommen haben in der Presse, über die hohen Durchfallquoten in den Matheprüfungen, Lehramtsstudium. Wir haben ja nicht nur einen Musiklehrermangel, sondern auch einen Mathelehrermangel. Und an der Stelle gibt es einfach Riesenprobleme. Ich muss den Spielball allerdings an der Stelle auch zurückwerfen. Ich habe ja vor 2,5 Jahren zwei größere Anfragen gestellt an den Senat zum Thema Musikschulausbildung, also Ausbildung für den Schulmusikunterricht mit dem Landesmusikrat und Frau Stoff zusammen. Und die Zahlen der Menschen, die die Zugangsprüfung ins Schulmusikstudium nicht schaffen, sind auch relativ beträchtlich. Insbesondere dann, wenn man sie ins Verhältnis setzt zu denjenigen, die abschließen. Das gehört dann auch dazu. Ich glaube sozusagen, dass die Lehramtsausbildung insgesamt, das gilt also für viele Fächer. Ich habe selber Germanistik studiert. Die Hälfte in meinen Seminaren waren häufig Lehramtsmenschen. Dass die Ausbildung immer etwas daran krankt, dass die Menschen, die eigentlich Lehrerinnen und Lehrer werden wollen, einen Großteil des Spezialfachausbildung mitmachen müssen, die Leute machen, die ansonsten Wissenschaftlerinnen oder Profimusikerinnen oder Ähnliches werden wollen. Mhm. Und da haben wir einfach ein Problem. Ich glaube, da hat sich ein bisschen was gebessert durch die Zentren für Lehrerbildung, die es ja an den Hochschulen mittlerweile gibt, und auch durch das Standing insgesamt, was die Lehrerbildung so bekommen hat in den letzten Jahren, und auch durch das schnelle Wachstum und die Hochschulen einfach mittlerweile da etwas mehr Wert drauf legen und wissen, dass die Lehrkräftebildung für sie auch wichtig ist. Aber bei Frau Hüttmann, Entschuldigung, ja. Herr Schulz, es ist so, dass Frau Hüttmann sich gerade noch mal gemeldet hat. Ich glaube, Sie wollten unmittelbar noch mal nachfragen, Frau Hüttmann. Ich wollte nur ergänzen, weil Sie gerade gesagt haben, Sie hätten nach Zahlen gefragt und die Zahlen hätten gezeigt, dass es eben doch schwer ist, reinzukommen. Und das ist aus unserer Sicht einfach nicht belegbar. Wir können das so nicht bestätigen. Also ganz früher, da mag das mal so gewesen sein, ich habe gesagt, es gab mal ein Kontingent von 15 Plätzen. Da kriegte auch dann nicht jede Bewerberin, jeder Bewerber einen Platz. Aber inzwischen ist es so, dass ich spreche jetzt über das Lehramt Grundschule,
es so ist, dass wir einfach nicht genug Bewerbungen haben. Das Problem sind nicht die Zulassungsquoten, sondern die Bewerbungen. Und da habe ich die Zahlen jetzt aus dem letzten Jahr. Da sind also 42 Personen erschienen, 42 Personen, die sich beworben haben, waren da, haben sich vorgestellt und von denen wurden 37 zugelassen. Das ist eine Zulassungsquote von 88%. Und also das sind Menschen, die dann das Studium bei uns aufnehmen können. Und ich wüsste gerne mal, also wir haben leider keine Zahlen, wie hoch dann die Quoten derer sind, die in anderen Fächern rausgeprüft werden. Ich glaube, die Quote liegt höher. Also das heißt, das hier sind Leute, die schaffen dann auch das Studium und die werden nicht nochmal zwischendurch dann irgendwie durch eine Klausur nach dem ersten oder zweiten Semester rausgeprüft. Also dass wir da nicht genug Leute aufnehmen, das ist einfach nicht mehr zutreffend. Und das war jetzt im Lehramt Grundschule, da fehlen uns einfach Bewerbungen. Im Lehramt ISS GYM und da schaffen wir die Zahlen, die wir erreichen sollen, erreichen wir. Wir sollen ungefähr 70 Leute zulassen und das tun wir, ich glaube 69 und wir lassen immer 70 ungefähr zu. Dann nehmen nicht ganz 70 das Studium auf, ein paar weniger, aber da erreichen wir eigentlich die Zahlen, die politisch gefordert sind durch unsere Zulassung. Und die Beobachtung, die wir da machen, ist schon, dass die Sache mit Mathe und Deutsch für viele, die sich für ein Lehramt Grundschule interessieren, wirklich eine große Hürde darstellt. Entweder ist es für sie unattraktiv, weil sie sich vielleicht nur für Deutsch oder nur für Mathe oder für keins von beiden so richtig, aber jedenfalls nicht für beides interessieren oder weil sie es auch wirklich nicht schaffen. Für viele ist Mathe das Problem, nicht immer, aber in Einzelfällen auch Deutsch, aber bei den meisten, die sagen einfach, ich würde es gerne machen, ich möchte in der Grundschule arbeiten, aber ich schaffe Mathe nicht. Und das ist für uns einfach ein Riesenproblem, weil wir diese Leute ja bilden möchten. Wir möchten ja Grundschullehrkräfte bilden, das ist ja unser erklärtes Ziel. Das heißt, die Konsequenz, die wir jetzt beobachten, ist, dass es Bewerberinnen gibt, die sagen, ich möchte in die Grundschule gehen, aber ich kann nicht Mathe und Deutsch studieren, also melde ich mich an für den ISS-GYM-Studiengang, studiere Musik mit nur einem Fach, das ich dann auch noch wählen kann. Also dann nehme ich zum Beispiel Geschichte oder was auch immer und gehe am Ende doch in die Grundschule. Und das ist die Stelle, an der es aus unserer Sicht hakt. Also dass dieser Weg möglich ist, denn dann fehlt denen ja am Ende sowohl die grundschulbezogene Bildung als auch Mathe und Deutsch. Wir halten mal fest, weil das mir jetzt wichtig ist, politisch auch wichtig ist, dass wir an dieser Zweifachlösung weiter arbeiten, dass wir vielleicht auch die Expertise von Herrn Weidinger, den ich gleich auch rannehme, weil er sich gemeldet hat, vielleicht auch nochmal hier einbeziehen. Das ist auch eines der Gründe, weshalb Herr Weidinger hier auch sitzt. Sie bilden ja in Potsdam sozusagen für Berlin aus und da gibt es eine Erfahrung, die der Senat uns normalerweise vorenthält. Der Senat behauptet, das gibt es in Hamburg, aber ansonsten wird es nicht anerkannt. In Potsdam gibt es. Herr Weidinger, vielleicht nochmal Ihre Wortmeldung dazu? Ja, die Fakten sind im Prinzip genannt und ich muss jetzt aufpassen, dass hier Potsdam nicht so idealisiert wird, denn wir können an anderer Stelle genauso von den Berlinern lernen, und zwar politisch, dass sie nämlich dieses Phänomen der Green Card, wie wir das so im Gespräch untereinander gerne nennen, haben. Wir sind wieder bei der Grundschule, denn meine Menschen, die bewerben sich, die bestehen die Eignungsprüfung auch in so einem Prozentsatz wie bei Frau Hüttmann in den Zahlen und dann bewerben die sich, denn das heißt, eine bestandene Eignungsprüfung ist noch lange kein Studienplatz und dann sind die mit dem Kombinationsfach Deutsch mit mehreren hundert im Wettbewerb auf die 60 Studienplätze Deutsch. Die besten Leute der Eignungsprüfung kommen dann nicht zum Studium in Brandenburg, weil die eben den Numerus Clausus entsprechend nicht haben. Das kann denen in Mathe nicht vielleicht auch passieren, aber nicht so häufig. Und nur in Englisch, wo man sich auch mit einer Eignungsprüfung quasi bewerben kann, mit zwei bestandenen Eignungsprüfungen, hat man dann quasi den Zugang sicher. So müsste man eigentlich beide Bundesländer, Stichwort des gesamten Bildungsraumes, zusammenbringen. Und wir müssten die Green Card von Berlin lernen. Und die Berliner denken nochmal über Zweifachstrukturen nach. Und dann hätten wir vielleicht positivere Aussichten für die Zukunft. Wunderbar. Ich glaube, das haben wir auch schon angefangen. Es gibt den sogenannten runden Tisch Musikpädagogik, wo wir genau diese Themen machen wollen. Ich glaube, hier haben wir jetzt nochmal ein ganz vehementes Plädoyer dafür, dass es sinnvoll ist. Und wir würden auch Herrn Schulz bitten, dass er das sozusagen als Themenspeicher vielleicht in seine Fraktion hineinnimmt. Es gab Andeutungen aus dem politischen Raum, dass da durchaus auch nochmal was denkbar wäre. Wahlen stehen vor der Tür, möglicherweise neue Zusammenhänge und so weiter.
Ich möchte jetzt, bevor wir gleich zum Schluss kommen, nochmal zwei Aspekte der Attraktivmachung oder des Rekrutierens von Leuten haben. Zum einen, Chris Berkers wurde schon angesprochen, es gibt die studienvorbereitenden Maßnahmen. Vielleicht mal so kurz in 2 Minuten, was wird da gemacht? Also an allen Musikschulen, die unter dem VDM-Siegel schiffern oder fahren, gibt es die studienvorbereitenden Ausbildungen. Vorgeschaltet sind eigentlich noch die Begabtenförderungen. Hier wird eigentlich sehr individuell gefördert mit Paketen, die speziell auf einen Studienwunsch ausgerichtet sind. Regelmäßige Prüfungen finden dort statt über mehrere Jahre. Wir können beraten. Also das erstmal zu dem Rahmen, ja, mit Ensembletätigkeit, mit Pflichtfach Klavier, mit Liedbegleitung, mit Ensembleleitung, wenn es gewünscht ist. Also man kann dort ganz konkret auf die Hochschulprüfung vorbereiten. Aber was die Runde jetzt auch wieder zeigt, ist, die Tücke liegt ein bisschen im Detail. Ja, ich sag mal, das Potenzial ist riesig in den Musikschulen und das nicht nur in Berlin, sondern auch in Brandenburg, selbstverständlich. Aber die Zugangsbedingungen sind so, sagen wir mal, komplex, dass der einzelne Instrumentallehrer sich wahrscheinlich nicht die Mühe machen wird, das alles so drauf zu haben, um seinen Schüler zu beraten. Das kann also natürlich eine Fachgruppenleitung der studienvorbereitenden Ausbildung schon leisten, wenn es da einen engen Austausch gibt zwischen diesen Fachgruppenleitungen an den Musikschulen und den, sagen wir mal, zumindest naheliegenden Hochschulen hier im Raum. Aber es wäre natürlich auch ganz hervorragend, wenn die Zusammenarbeit sich so verstärken würde, dass auch die Lehrkräfte, die ihre Schüler ja am besten kennen und über viele Jahre begleiten und sagen, Mensch, das ist ein Lehrertyp, ja, das haben die einfach drauf und so. Ja, das ist was sehr Persönliches, und dort eben auch die Schüler fördern und vielleicht dann auch schaffen, genau diese Hürden, die hier alle genannt wurden, mit den Fächern Deutsch, Mathe, oh Gott, da kommt man nicht ran und was es da alles für Geschichten gibt, ja, dass man da einfach die Hürden auch runterlegen kann. Und dann gibt es natürlich auch diesen kleinen Teufelskreis. Viele Schülerinnen und Schüler erleben ja in ihrer eigenen Grundschule einen Musikunterricht, den wir ja alle so nicht haben möchten. Also ich sag mal Neigungsfach oder fachfremder Unterricht. In der Gymnasialstufe wird es dann natürlich deutlich besser. Aber da wird ja auch etwas vorgelebt, was jetzt nicht gerade motivierend ist, um zu sagen, da steige ich jetzt ein. Und dann ist auch noch die Befürchtung, na, dann studiere ich das und dann muss ich eigentlich nur Mathe unterrichten. Und das will ich ja gar nicht. Ich will ja eigentlich meine musikalischen Fähigkeiten und Kompetenzen da auch weiter leben können. Ja, ich will mich als Musikerin begreifen und das, diese Leidenschaft auch den Kindern und Jugendlichen weitergeben. Also ich glaube, das sind auch sehr emotionale Dinge, die man in der Beratung mit einbeziehen muss. Und da kann ich nur für werben, dass man noch viel enger die Zusammenarbeit pflegt. Mhm, vielen Dank. Frau Akri, vielleicht nochmal jetzt, der Grundschulunterricht wurde eben angesprochen. Der Teufelskreis scheint da zu beginnen. Ich will jetzt nicht das große Fach Quereinsteiger aufmachen, aber sagen wir mal, Fachfremdunterrichtung scheint ja doch durchaus nicht so eine vorbildhafte Sache zu sein. Wie machen Sie es an Ihrer Schule, dass Sie lauter Fachkräfte haben? Nun gut, dann haben wir das Glück, dass unsere Schule weit über den Bezirk für ihre musikalischen Aktivitäten bekannt ist und sich deswegen immer noch ausreichend ausgebildete Musiklehrkräfte auf unsere Schule bewerben. Nichtsdestotrotz bemühen wir uns im Vorfeld über Praxissemesterstudentinnen, über Praktikantinnen und Praktikanten, die wir aufnehmen, über Anwärterinnen und Anwärter, die wir ausbilden. Wir bilden sehr, sehr viel aus. Leider, das möchte ich hier nochmal hinzufügen als Aspekt, bleiben aber nur sehr wenig ausgebildete Anwärterinnen und Anwärter hinterher auch in Berlin, sondern lassen sich beispielsweise im benachbarten Brandenburg dann verbeamten, sodass unsere Mühen dann leider umsonst waren, zumindest für unsere Schule. Genau, das können wir höchstwahrscheinlich nicht lösen, es sei denn, Herr Scholz hat noch um ein paar Milliarden rumliegen. Aber das, was wir mit Sicherheit machen können, ist Netzwerke zu schaffen zwischen der Praxis, den Schulen und der Hochschule. Das haben wir ja angedeutet, dass da eine enge Verzahnung ist, dass da Scouts sind. Ich gucke jetzt nochmal in Richtung Michael Riedel. Es sind ja auch Mentorenprogramme, die wir jetzt vom Landesmusikrat aufgelegt haben. Sie sind in einem so einem Musikmentorenprogramm gerade drin gewesen. Vielleicht sagen Sie auch nochmal, was für Chancen da bestehen, Menschen zu rekrutieren, die musikpädagogisch tätig sein wollen.
Genau, also es wurde ja zum einen jetzt gesagt, es geht also wesentlich natürlich darum, erstmal Verwaltungshürden abzubauen, Hürden grundsätzlich abzubauen, Vorurteile abzubauen, dass man also ein kleiner Paganini sein muss, um an die Hochschulen ranzukommen, das ist glaube ich, völlig klar. Das, ganz kurz, das mit der Dreifachbelastung Mathe, Deutsch, Musik ist definitiv eine große Schwierigkeit. Ich spreche jetzt auch als UdK-Angehöriger, wo ich als Lehrauftrag mit vielen Erstsemestern Ensembleleitungsgrundkurse gebe. Da treffe ich sie, also, und da kann ich so hautnah erleben, was gibt es für Schwierigkeiten. Das ist eben genau das. Es ist die Dreifachbelastung mit den drei Fächern. Und es sind auch zum Beispiel in Berlin diese langen Wege und die Schwierigkeit, diese langen Wege auch zwischen den Hochschulen irgendwie hin und her zu zwitschen. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache, genau, wo kommen sie her? Diese musikbegabten und aber vor allem auch pädagogischen begabten Persönlichkeiten, Chris Berghäuser sagt völlig zu Recht, es ist vor allem auch eine menschliche Frage. Da ist jetzt mal tatsächlich ein Lob an die Senatsverwaltung zu stellen und auch an den Landesmusikrat, der eben dieses Mentorenprogramm aufgebaut hat. Das läuft jetzt, glaube ich, mittlerweile in der dritten Runde, wo also aus Berliner und auch Brandenburger Schulen, das ist, glaube ich, auch sogar bundesweit offen, wo sich Schülerinnen und Schüler melden können und an 4 Wochen im Jahr teilnehmen an Schnupperkursen sozusagen für Ensembleleitung. Da gibt es also Orchesterklassisch, Chorklassisch, Big Band, Chor und so weiter und so fort. Da treffen wir sie nämlich, diejenigen, die in Berlin Lust haben auf Musikunterricht und auf Musiklehrer. Und es ist auch nicht ganz ein Zufall, dass Frau Akri und ich auch, und ich glaube sogar auch Rebecca Hüttmann, ich weiß nicht wer noch, auch Berliner Pflanzen sind, die an der Schule und in meinem Fall durch die Begegnung mit dem Landesjugendorchester einfach heiß gemacht werden auf Musik. Also die zukünftigen Grundschullehrer und auch alle anderen Lehrer, sie sind zu fassen schon in den Schulen. Sie müssen irgendwo, müssen sie gepackt werden. Und es, also bei mir ganz persönlich ist es so, ich hatte einen fantastischen Musiklehrer einfach, und zwar sowohl in der Grundschule als in der Oberschule, was mir, und da muss ich Chris Berghaus wie richtig, als Vorbild diente. Ich habe immer gesagt, ich möchte genau das auch. Das heißt, wenn wir den Musikschulunterricht auch, aber vor allem Schulmusikunterricht verbessern, verbessern wir auch die Motivation zu sagen, das ist ein schöner Beruf. Und wir treffen sie in eben solchen, auch in solchen Fortbildungsmöglichkeiten, wir treffen sie bei Jung Musiziert, wir treffen sie in den Big Bands des Landesmusikrats, in den Landesjugendorchestern und eben auch in solchen Mentorenprogrammen, wo tatsächlich, und das weiß ich aus der Praxis, Menschen, die also da sich für Ensembleleitung angemeldet haben und die erste Erfahrung vor einem Chor oder vor einem Orchester oder einer Big Band gemacht haben, dann sagen, das will ich vertiefen und dann eben auch sich anmelden für die Hochschulen, und wo diese Hürden dann abgebaut werden. Also, emotionale Begegnung mit Musikpädagogik, mit Ensembleleitung und mit der Musik, die einen inneren Willen auslösen, dass das ein Beruf ist. Und das muss man sagen, es kann aus meiner Sicht der schönste Beruf der Welt sein, er kann aber auch ganz schrecklich in die Hosen gehen. Also man muss das muss dann auch eben von den Hochschulen gut betreut werden, dass eben auch nicht nur auf die künstlerischen Begabungen, die auch wirklich wichtig sind, sondern dass eben auch auf menschliche, pädagogische und soziale Begabung geachtet wird. Okay, das nehme ich mal als ein erstes Schlusswort. Ich will nämlich jetzt die Schlussrunde einläuten. Wir haben noch 3 Minuten. Also Michael, du hast schon dein Schlusswort gehalten. Jetzt gehen wir mal in der Reihenfolge vor. Wir haben sozusagen ein Geburtstagskind, was 100 geworden ist. Was kann in den nächsten 100 Jahren passieren mit der Schulmusik? Sagen Sie doch mal einfach einen Satz oder einen Gedanken, der Sie mit berührt hat, den Sie mitgenommen haben. Was wollen Sie unserem Geburtstagskind mit auf den Weg bringen? Frau Akri. Ja, ich wünsche mir, dass wir weiterhin einen verlässlichen Rahmen für Musikunterricht an Schule haben, in dem möglichst viele Kinder weiterhin zusammen musizieren und lernen können. Prima, vielen Dank. Dann wäre Herr Beidinger dran. Ich möchte nicht zu viel fantasieren, sondern ich möchte meine Hausaufgaben hier in den Schlusssatz nehmen, die ich mir hier notiert habe, auch schon aus dem letzten runden Tisch zum Thema Musikunterricht. Wir müssen unbedingt mit den Musikschulen Kontakt aufnehmen, dass wir auch von Hochschulseite aus in diese studienvorbereitende Arbeit mit aufgenommen werden, dass dort der Instrumentalunterricht, der Theorieunterricht sein kann, aber dass wir dort eventuell auch schon kleine Zeitfenster bekommen, um Ensemblearbeit und Vorbereiten für die Eignungsprüfungen Unterricht und Angebote für diese Interessenten und Bewerberinnen machen. Vielen Dank. Chris Berghäuser.
Ja, ich wünsche mir ein Schulsystem in Berlin, wo musikalische Bildung von Anfang an, also von der Kita bis hin zum Gymnasium, kontinuierlich stattfindet mit individueller Förderung und das flächendeckend, so dass der Bildungskreislauf insgesamt geschlossen bleibt und wir in 20 Jahren sagen können, das funktioniert. Aus den Schülern, die heute Schüler sind, werden später auch die sehr guten, vorbildlichen Lehrkräfte. Wunderbar. Jetzt nur noch ein Satz, bitte, Frau Engelhardt. Wir gehen an das Uhrenende. Frau Engelhardt, fällt Ihnen ein Satz ein? Ich wünsche mir ganz viele Menschen, denen bewusst ist, welch unglaublich bereichernden Stellenwert und auch Gesundheitsfaktor, ehrlich gesagt, Kunst und in diesem Fall musikalische Bildung haben kann. Vielen Dank, Frau Hübmann. Und dann Herr Schulze. Ich glaube, was wir fortführen sollten, ist die Exzellenz in wissenschaftlicher, künstlerischer und pädagogischer Ausbildung. Und wo es noch weitergehen kann, sind so Bereiche, die den Musikbegriff angehen. Wir sind da schon dabei im Bereich Jazz, Pop, Balama, Ud, schulpraktisches Klavierspiel als Hauptfächer. Da arbeiten wir weiter auf dem Weg, auf dem wir bereit sind. Vielen Dank. Herr Schulze hat das Schlusswort. Ja, der Musikunterricht ist so eine schöne Gegenthese zum preußischen Naturwissenschaftsunterricht. Der muss unbedingt in unseren Schulen ausgebaut werden. Und das mit dem Zweifachlehrer gehen wir in der nächsten Legislaturperiode an. Dankeschön. Prima. Das war doch ein konkretes Schlusswort. Vielen, vielen Dank in die Runde. Vielen Dank an das Publikum. Ich finde, es war eine sehr, sehr intensive Diskussion, die hoffentlich auch Früchte trägt. Ich danke allen Diskutanten und hoffe, dass wir das nächste Mal da weitermachen können. Ich hoffe auch, dass unser Geburtstagskind das zu würdigen weiß. Und dass wir demnächst uns wieder begegnen und weiter an der Verbesserung der Etablierung unseres Faches arbeiten. Vielen Dank und allen einen schönen Abend. Tschüss.